Rund 15.000 Züge und Waggons. 15.000 Meter Gleis. 300.000 Figuren. Das Miniaturwunderland ist die größte Modelleisenbahn der Welt. 800.000 Stunden Arbeit stecken in der atemberaubenden Miniaturwelt, die bisher mehr als 17 Millionen Besucher in ihren Bann gezogen hat. Es entsteht ein Kopfkino. Man sieht hier Figuren oder irgendwas stehen und dann fangen die Bilder im Kopf an, sich zu bewegen. Der Traum von mitreißenden Formel-1-Rennen in Monaco ist die jüngste Herausforderung der Macher und eine technische Meisterleistung. Ich kann ganz sanfte Beschleunigung fahren. Ich kann das Auto auch hier mit umgerechnet 1000 Stundenkilometer drauf fahren. Jetzt muss Arne ganz schnell rumkommen. Rettungsaktion für das alte Schiffshebewerk. Die Modellbauer sind jeden Tag mit Wartungsarbeiten beschäftigt, oft in schwindelerregenden Höhen. Hat man immer ein gutes Gefühl, also ist immer spannend. Ne? Ein Fehltritt kann richtig viel Geld kosten. Und jetzt überqueren die Erfinder den Atlantik. Genauer gesagt, das Fleet zum Nachbargebäude. Dort sollen Südamerika und Asien entstehen. Eine 38 Tonnen schwere Brücke wird die Welten verbinden. Es ist alles weiträumig abgesperrt. Hier sind wahnsinnig viele Sicherheitsleute, die darauf achten, dass keine Leute zu nah rankommen in den Schwenkbereich. Wenn sowas mal umkippt, das ist ja kaum vorstellbar. Der Countdown für den Brückenbau beginnt. Vom Erfolg der Aktion hängt die Zukunft des Miniaturwunderlandes ab. Atemberaubende Landschaften, spektakuläre Städte, mehr als 800.000 Stunden Arbeit und geschätzte 34 Millionen Euro stecken in der einzigartigen Welt des Miniaturwunderlandes. Ob Hightech-Düsenjets am Flughafen Knuffingen oder faszinierende Schneelandschaften, in der größten Modelleisenbahnanlage der Welt liegt den Besuchern die Welt zu Füßen. Mitteldeutschland war einer der ersten Abschnitte, die 2001 eröffnet wurden. Jetzt rückt das Abrisskommando an. Dieser Kirmesbereich, wie er hier ist, der ist also mehr oder weniger aus den Anfängen des Wunderlandes. Und ja, wir haben uns weiterentwickelt, die Technik hat sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt 4 Wochen Zeit, also heute ist quasi der Startschuss für den Abbau der Altanlage, für den Aufbau der Neuanlage. Und da gibt es dann natürlich andere Sachen zu sehen, also viel mehr LEDs, andere Technik. Aber zuerst einmal muss die Altanlage entsorgt werden. Solche Arbeiten werden gern außerhalb der Öffnungszeiten erledigt. Die Besucher sollen von Staub und Dreck nichts mitbekommen. Das Abrisskommando hat bis zum Morgengrauen Zeit, die alte Unterkonstruktion in ihre Einzelteile zu zerlegen und abzutransportieren. Jo. Auf die Männer und Frauen wartet ein schönes Stück Arbeit. Wir starten jetzt mit 2 Nachtschichten und bauen den alten Tisch aus, bauen den neuen ein. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir das gut angeschlossen kriegen an den alten Tisch. Und dann geht es natürlich wieder an kosmetische Sachen, so wie Gipsen und Begrünen, Bäume setzen. Dann kommt peu à peu hoffentlich zeitnah die Fahrgeschäfte alle ran. Die Modellbauer haben in den vergangenen Wochen schon mächtig Vorarbeit geleistet und die neue Bodenplatte für die Kirmes in der Werkstatt zusammengezimmert. Jetzt müssen sie die schwere Unterkonstruktion mit vereinten Kräften 2 Stockwerke nach oben tragen. Die ursprüngliche Fläche der Kirmes soll mehr als verdoppelt werden und in den kommenden Wochen auf rund 10 Quadratmetern ein Jahrmarkt der Superlative entstehen. Matthias Stamm ist der Chef der Technikabteilung und mit seinem Team für den Bau der 150 Fahrgeschäfte verantwortlich. Hey Arne, na, wie sieht's aus? Unter Druck arbeitet sich am besten, ne? Nein, ist tatsächlich, der Looping läuft einwandfrei. Die Herausforderung mit der Kurve am Ende zum Wiederumdrehen funktioniert jetzt hoffentlich auch nochmal. Sie fährt einfach viel zu schnell, als dass ich wirklich sehen kann, wo das Problem ist. Jetzt kann ich hier ein Zeitlupenvideo machen. Man kann dann im Nachgang ganz entspannt gucken, wo fliegt sie denn raus und warum. Ja. Wichtig ist nun herauszufinden, warum die Achterbahn entgleist. Physik ist so die größte Herausforderung, weil wir die ja nicht schrumpfen können. Das heißt, die Anziehungskraft bleibt die gleiche und Geschwindigkeit bleibt die gleiche.
Das heißt, wir haben hier, das habe ich jetzt so weit hingetrickst, dass wir eben die Geschwindigkeit haben, um durch den Looping zu fahren. Jetzt ist es hier eben die Herausforderung, dass er eben, weil er ja die Geschwindigkeit hat, soll er ein bisschen bergauf und muss sich in die Kurve lehnen. Und dann ist eben genau das Problem, dass ich halt die Neigung der Kurve, die Höhenunterschiede, die Geschwindigkeiten und alles halt selber komplett probieren muss, weil ich eben nicht sagen kann, laut Bedienungsanleitung, klack, 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 das muss hier so, der Radius, die Kurve, die Höhe, einbauen, fertig, sondern eben wirklich, ja, try and error, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Der Anspruch ist wirklich von den Fahrgeschäften, die wir bauen, dass sie uns nicht permanent auf die Füße fallen von der Wartung bei dem mechanischen Ding. Und die Bausätze, die man kaufen kann, sind super für den Heimgebrauch. Die kann man genauso nutzen, wie sie sind. Wir wollen sie aber jeden Tag bis zu 8, 10, 12, 14 Stunden laufen lassen. Und da sind wir einfach daran, dass wir andere Motoren benutzen, andere Getriebestufen. Und das bedeutet eine Menge Hirnschmalz, das so hinzubekommen, dass die Wartungsfreiheit einfach für uns gegeben ist. Die Besucher kommen mit der Hoffnung, dass die Modellbauer die Anlage ständig erweitern und sich neue Überraschungen ausdenken. Der Erfolgsdruck und die Erwartungen an das Team sind groß. Bis zur Kirmeseröffnung müssen die 150 Buden und Fahrgeschäfte einwandfrei funktionieren. Eine Herausforderung auch für Damian Sikora und Jennifer Schnitter. Technik und Lichteffekte müssen harmonieren. Hey Jenny. Na? Magst du mir einmal vielleicht die LEDs hier einmal anmachen? Ja. Genau, das Licht ist hier so in Gruppen angeschlossen, sodass wir jede Farbe einzeln ansteuern können. Und dann können wir das nachher so ein bisschen zeitlich abpassen, ja, dass das beim Fahren so hoch und runter läuft vielleicht. Ja, das wäre ja ganz cool, ne? Wenn und die Lichter quasi so... Genau, im Stillstand vielleicht auch irgendwie was, weil das macht auf der echten Kirmes, erregen die Fahrgeschäfte ja quasi auch ein bisschen Aufmerksamkeit durch ihr Blinklicht. Die Motivation besteht darin, das Ergebnis zu sehen, ne? Kann man sagen. Man hat ja Ideen und man arbeitet dran. Es fängt meistens mit einer kleinen Idee an und baut aufeinander auf. Man geht irgendwie immer weiter und denkt, ach, das wäre noch schön und das wäre noch besser umzusetzen. Und irgendwann muss man sich selber schon bremsen, noch aufgrund der Zeit, ne? Irgendwann wollen wir die Ausstellung ja auch fertig haben. Und dann muss man sich selber so ein bisschen zurücknehmen und sagen, gut, das reicht jetzt, ne? Aber nee, die Motivation ist klar, das Ergebnis einfach. Der Einbau wird uns noch schlaflose Nächte bereiten. Wir haben über 40 Fahrgeschäfte, die wir einbauen wollen und müssen. Die müssen miteinander passen. Wir haben einzelne Fahrgeschäfte schon eingeplant. Die haben schon einen festen Standort. Dennoch, wie das nachher aussieht mit den Buden, die Beleuchtung dahinter, das ganze Zusammenspiel bei den 100.000 LEDs einfach, ist das nicht zu viel? Das ist eine Sorge ja auch. In der historischen Hamburger Speicherstadt begann 2001 die Erfolgsgeschichte des Miniaturwunderlandes. Zuerst ganz klein auf nur einer Etage, dann wuchs die Anlage über mehrere Stockwerke. In der zweiten Etage befinden sich heute der Eingang, der Verkaufsshop und das Café mit mehreren hundert Sitzplätzen. In der dritten Etage sind die Werkstätten und die Büros untergebracht. Direkt daneben beginnen die Provence, Monaco, Venedig, Rom, Italien und Teile der Schweiz. In der vierten Etage liegen Skandinavien, Hamburg, der Amerika-Abschnitt und Mitteldeutschland. Dort befindet sich auch der Leitstand und die Abschnitte Knuffingen, Österreich, Teile der Schweiz und der Airport. Die Idee zur größten Modelleisenbahn der Welt hatten die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun. Als sie nach der Schule nicht wussten, was sie werden sollten, machten sie zuerst eine Disco auf. Dann kam die Idee mit dem Wunderland und damit die Erfüllung eines Kindheitstraums. Denn angefangen hat alles mit der Modelleisenbahn im Keller der Eltern. Wir hatten vor 40 Jahren mal diesen Kindheitstraum. Da sagte Gerrit noch mal, wir machen zusammen eine Eisenbahn in unserer Doppelhaushälfte, unten in den Keller, riesengroß. Das war mal unser großer Traum. Vor 20 Jahren haben wir das Ganze angefangen hier zu bauen, wussten überhaupt nicht, wo das hingeht. Und heute steht man hier, hat 1,4 Millionen Besucher im Jahr, baut alle zwei Jahre irgendwie 100 Quadratmeter neu. Das ist ein Märchen. Wir haben mit allem gespielt, was uns in die Hände gekommen ist. Aber irgendwie die Modelleisenbahn kehrte immer wieder. Jedes Jahr wurde sie wieder aufgebaut und dann wurde da was gebastelt. Aber ich habe als Kind nicht davon geträumt, die größte Modelleisenbahn der Welt zu haben. Aber ich habe als Kind davon geträumt, mich spieltriebtechnisch komplett austoben zu dürfen in meinem Leben. Es muss groß sein. Aber eigentlich war der Antrieb ja,
austoben sich können. Ja. Grenzenlos, maßlos könnte man auch sagen, mit der Fläche zu sein, sie einfach keine Grenzen zu haben. Vor irgendwo anzufangen und es gibt keine Begrenzung, sowohl technisch als auch geldtechnisch, als auch platztechnisch, als auch ich soll jetzt für die Schule lernen und kann ich hier weiterspielen oder wie auch immer. Und das ist es geworden. Aber das Gebäude in der Speicherstadt wird den Gründern langsam zu klein. Genauer gesagt, es gibt einfach keine freien Flächen mehr im Haus, um neue Welten bauen zu können. Deshalb haben die Brüder einen genialen, aber auch ambitionierten Plan. Sie errichten auf eigene Kosten eine Brücke und mieten im Nachbargebäude zusätzliche Stockwerke an. Wir haben hier angefangen mit 1600 Quadratmetern und dann immer, wenn wir weiterbauen wollten, ist zufälligerweise links, rechts über uns was frei geworden und das haben wir dann immer genommen und irgendwann war es voll. Wir haben jetzt inzwischen den vierten Boden komplett, den dritten Boden komplett, den zweiten Boden komplett und sogar einen Teil vom ersten Boden und oben die ganze Technik drin. Wir sind eigentlich komplett hier alleine inzwischen drin. Es geht also in keine Richtung mehr eine Erweiterung. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen ins Nachbargebäude und jetzt kommt die Brücke. Jetzt gehen wir rüber, machen den Brückenschlag und das ist auch alles verbunden miteinander, damit es die größte der Welt bleibt. Und drüben bauen wir weiter. Aber wir wollen nun mal noch eine Menge Länder bauen. Also brauchten wir zwingend eine Lösung, mehr Platz zu bekommen. Und das war die einzige, die noch ging. Brücke bauen, das war vor 15 Jahren oder 17 Jahren deine utopische Idee, wo wir alle drüber gelacht haben. Aber jetzt machen wir es aus... Ein bisschen, anfangs dachten wir so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, keinen Platz mehr zu haben, aber mittlerweile ist das einfach die coolste Lösung. Zu den Besonderheiten des Wunderlandes gehört das sogenannte K-System. Wie von Geisterhand bewegen sich die Autos und LKWs selbstständig über die Anlage. Möglich macht das eine Steuerungssoftware, die jedem Fahrzeug ein eigenes Gehirn bereitstellt. Die Autos entscheiden selbstständig, welchen Weg sie wählen. Es gibt aber festprogrammierte Szenarien. In der Stadt Knuffingen rücken bis zu 34 Löschfahrzeuge an, wenn irgendwo in der Stadt Qualm aus einem Wohnhaus dringt. Axel Dirks und Lukas Leck sind für die Wartung der Fahrzeuge bei laufendem Betrieb verantwortlich. Einsätze können gestartet werden, ne? Feuerwache ist voll. Ja. Das ja, ist ein, gut. Zwei sind jetzt gerade auch unten bei uns zur Reparatur, aber die Hauptfeuerwehr ist da und das ist ja das A und O. Ah, guck mal. Ja, da müssen wir noch mal ran, das stimmt. Ah, jetzt hat er sich schon aufgehangen hier, hoppala. Guck mal, ob er sich gleich noch mal... Der Wagen bleibt nach wenigen Zentimetern wieder abrupt stehen. Hier ist ein Werkstattbesuch fällig. Ja, der Schleifer, der ist hin. Normalerweise geht die Spitze von dem Blech, ist so leicht nach oben gewölbt, dass der über kleine Unebenheiten und so rüber schleift. Und die Spitze ist komplett ab. Ja, der kriegt einen neuen. Der braucht einen neuen. Dann ist er wieder fit. Rund 8000 Arbeitsstunden stecken allein in der Entwicklung der Steuerungssoftware für das K-System. Inzwischen sind mehr als 300 Fahrzeuge unterwegs. Auf einem Streckennetz, das etwa 1,6 Kilometer lang ist. Damit die Fahrzeuge hier schön über die Straßen Knuffings fahren können, haben wir verschiedene Komponenten eingebaut. Zum einen sind das solche Satelliten, die Infrarotbefehle an die Fahrzeuge schicken. Dann haben wir in die Fahrbahnmitte einen Metalldraht eingelassen, auf dem die Fahrzeuge in der Spur gehalten werden. Und vorne an der lenkbaren Vorderachse, also freien Vorderachse, befindet sich eine kleine Lenkstange mit einem ganz kleinen Magneten drauf. Wir nennen diese Lenkstange Schleifer, weil diese Lenkstange in der Mitte der Fahrbahn auf der Fahrbahn entlang schleift. Dann haben wir Kontakte in die Straße eingelassen. Die kann man jetzt natürlich nicht sehen. Die sozusagen dem Programm signalisieren, wo befindet sich eigentlich welches Fahrzeug. Frontlicht geht auch nur auf einer Seite. Er blinkt auch. Guck mal. Ja. Ja, der hat einen. Der hat irgendwie einen Wackler. Hat einen mitgekriegt. Das. Guck mal, jetzt geht's wieder an. Da ist auf jeden Fall ein Wackelkontakt. So. Einmal die 48, einmal die 47. Ist ja auch witzig. Ja. So, das bei dir war Getriebeschaden, ne? Oder was? Ja, das können wir nochmal angucken. Ja. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Man hört das auch, ne? Der schnattert richtig, das Getriebe. Ja. Kriegt nochmal ein neues Getriebe und dann läuft er wieder wie am ersten Tag. Hier haben wir eben auch eine kleine Teststrecke gebaut. Zum einen haben wir hier so ein paar Steigungen, ein paar scharfe Kurven, eigentlich so die schärfsten Radien, die wir auch
in der Anlage verbaut haben, ihr aufgebaut, um wirklich die Fahrzeuge auf Herz und Nieren dann zu testen, bevor wir sie dann wieder in die Anlage einsetzen. Hier wird im Kleinen repariert, dort an Großem gebaut. Oh, es ist nicht schwer, verdammt. Okay. Stillprobe in Monaco. Gerhard Dauscher leitet das Modellbauteam. Um das mondäne Millionärsparadies im Maßstab 1 zu 87 nachzubauen, hat er nur gut 40 Quadratmeter zur Verfügung. Finish drin ist, ne? Ja, ich finde, es passt. Ich mag es immer gern, wenn da irgendwo ein Stein des Anstoßes ist. Wenn nicht nur alles allglatt und märchenhaft gezeichnet ist, sondern irgendwo ist was, da guckt man hin, darf auch gern mal stören. Was ist denn das für ein komischer Bau, oder? Das ist das La Simona, das ist ein sehr bekanntes Gebäude in Monaco. Na, das ist riesenhoch, steht am Hang. Und wir wollten das unbedingt haben, weil es was Besonderes ist. Das Gebäude hat nochmal mehr Stockwerke im Original. Und auch die Stockwerke sind im Original noch höher. Und wir haben trotzdem alles geschrumpft und verkleinert, auch die Grundfläche verkleinert, damit das dann hier zur gesamten Landschaft passt. Der Modellbauschiff hat ein klares Ziel vor Augen. Also bei der Planung ist mir wichtig, dass man hier die Highlights wiedererkennt. Also wer schon mal in Monaco war, der kann sich nicht genau merken, wie die Straßen exakt verlaufen sind und wie viele Gebäude irgendwo stehen, aber der wird sich einige Gebäude ganz genau einprägen, zum Beispiel den Fürstenpalast. Und möglicherweise das Muster vom Fürstenpalast, also das Fliesen- oder Pflastermuster vom Fürstenpalast, das sind so markante Dinge. Die sind einfach wichtig, die müssen zu sehen sein. Wenn wir jetzt mogeln und sagen, wir nehmen hier drei Fenster weg von der Gesamtlänge, dann wird das hinterher keiner rausfinden, nur die Architekten oder die Spezialisten. Aber das müssen wir tun, damit wir den Fürstenpalast, der im Original ungefähr in der Größe hier wäre, auf die Größe schrumpfen können. So, dass er aber noch ins Gesamtbild passt und dass die Figuren, wenn wir die hinkleben, noch zu den Türen und Fenstern passen. Gerhard Dauscher ist gelernter Werkzeugmacher. Nach der Lehre fing er an, Modellbauanlagen zu entwerfen. Heute zählt er zu den Besten seines Fachs. Es gibt für uns den Anspruch, beide Sichten darzustellen. Einmal die Fernsicht, wie sieht der Stadt aus der Distanz aus, oder dann, wenn man in der Stadt ist. Und wenn man in der Stadt ist, dann möchte, dass er unsere Gäste die genau den Detailreichtum sehen. Also das heißt, die sollen wirklich das Gefühl haben, ich bin jetzt in der kleinen Gasse drin, ich laufe da entlang, ich sehe die ganzen Erker, ich sehe die ganzen Balkone. Später wird man dann nur sehen, was die Leute auf den Balkonen so tun und machen. Und das verleiht dann meiner Meinung nach der Anlage die Echtheit. Direkt neben Monaco entsteht die Provence. Hier spielt die Landschaft mit ihren Farben und Konturen die Hauptrolle. Dieser Modellbauer gestaltet liebevoll jeden einzelnen Lavendelstrauch. Die Felder ziehen sich über fast den gesamten Abschnitt. Die fertigen Landschaften werden vom Chef persönlich abgenommen. Für Gerhard Dauscher zählt absolute Perfektion in allen Details. Generell wollten wir eher was Vertrocknetes zeigen. Also die Provence ist ja eher so warm, Hitze. Aber den Lavendel in voller Blüte. Und mir gefällt der Lavendel am besten. Das ist eine schöne, knallige Farbe. Die haben wir noch überhaupt nirgendwo so gehabt. Und genau, die Vegetation an sich war ja ein spannendes Thema. Da haben wir ja endlos lange dran rumgebaut an den Bäumen, dass wir sie zum ersten Mal so haben, wie wir sie haben wollen. Schön hoher Stamm, dichtes Buschwerk, trotzdem so transparent, dass man durchgucken kann. Und das richtig Coole ist, was ich finde, ist, dass unsere Bäume zum ersten Mal richtig Schatten werfen. Also du hast wirklich dieses, durch das Licht von oben, dass du sagst, da ist eine Schattenproduktion. Das heißt, es ist auch dieses Gefühl von Hitze. Die Berglandschaft besteht aus Gitterdraht und tonnenweise Gips. Bei den Felsen ist einfach ganz wichtig, dass man versucht, auf keinen Fall Fels und Straße aneinander anzupassen, sondern der Fels war als erstes. Und es muss deutlich erkennbar sein, dass die Straße später da reingehämmert worden ist oder halt mit irgendwelchen Viaduktbögen da gebaut worden ist. Das wird mit richtig dick Gips aufgetragen. Dahinter ist Fliegengittergewebe und die Holzkonstruktion. Und nach dem Auftragen kommt so die Hauptarbeit und die schwierigste Arbeit, das Schnitzen. Also da ist wirklich jeder Hieb, jede Fuge, die man hier sieht,
einzeln individuell mit Stecheisen und von Hand geschnitzt. Und dann habe ich so den dreidimensionalen Effekt. Und der wird dann mit den Farben noch verstärkt. Gerhard Dauscher hat früher für Eisenbahnliebhaber kleinere Anlagen entworfen und in deren Hobbykeller aufgebaut. Doch erst hier im Wunderland hat er fast grenzenlose Möglichkeiten, seine Fantasien umzusetzen und Einzigartiges zu schaffen. Also ich sehe unser Modellbau als eine Darstellungsform, eine künstlerische Darstellungsform zwischen einem Gemälde und einem Theater. Also wir sind dreidimensional wie das Theater, bewegen uns aber nur in bestimmten Grenzen. Aber wir stellen wie ein Gemälde, stellen wir Szenen dar, zeigen wir den Alltag, zeigen wir, wie das Leben ist, aber natürlich auch, wie Städte oder Landschaften sind. Und ich glaube auch, dieses Stillleben, das fasziniert und es entsteht ein Kopfkino. Man sieht hier Figuren oder irgendwas stehen und im Kopf rattert es automatisch und dann fangen die Bilder im Kopf an, sich zu bewegen. Zurück in die Autowerkstatt. Axel Dirks und sein Kollege Lukas Leck reparieren die beiden beschädigten Fahrzeuge. Bei einem LKW muss nur der sogenannte Schleifer, der den Kontakt zur Fahrbahn herstellt, getauscht werden. Bei dem zweiten Fahrzeug liegen die Probleme tiefer. Das ist hier erstmal unsere K-Platine. Da sind zwei Mikroprozessoren drauf, die ganze Anfahrsteuerung übernehmen und die Infrarotsignale sozusagen entschlüsseln und dann umsetzen. Links und rechts hiervon, das sind die Akkus, in diesem Fall sind das so flache, sind jetzt schön verteilt hier, damit das Gewicht eben gut verteilt ist. Und hier sitzt dann unser Motor drin, der nach hinten durchguckt und eben dieses Antriebsritzel hier über diese Schnecke antreibt. Dadurch, dass die halt schon eine ganze Weile laufen, das können wir auch gleich in der Software anschauen, wie lange eigentlich schon, müssen die halt mal getauscht werden, damit das wieder rund läuft. Axel, magst du noch mal schauen für mich bei der 47, wie lange der Motor da schon drin ist, ob ich den gleich mitwechsel? Ja, klar, mache ich. Ja, der hat schon 2000 Kilometer runter. Oha. Und das Modell insgesamt hat noch viel mehr geleistet. Ich kann jetzt auch mal genauer gucken in unserer Datenbank. Wir erfassen ja im Prinzip alles, was geht. Unter anderem auch die Motorenwechsel. 10, 11, 12 Motoren. Also 12 Motoren haben 20.000 Kilometer geschafft. Das ist für ein Modell im Maßstab 1:87 schon eine Leistung. Der Antrieb muss komplett getauscht werden. Danach kann der LKW wieder auf die Bahn. Für uns ist es schon so, dass jedes Modell im Prinzip ein Unikat darstellt. Und das erfordert eine besondere Behandlung. Und da ist es schon wichtig, den Überblick zu haben, wie lange hält so ein Motor bei dem und dem Fahrzeug. Wie lange hält so ein Schleifer beispielsweise auch. Oder alle Komponenten, die immer wieder ausgetauscht werden müssen, weil sie einfach verschlissen sind. Darüber hinaus haben wir in unserer Datenbank auch erfasst, wo macht welches Fahrzeug Ärger. Das heißt, wo entgleisen Fahrzeuge, dann kann es sein, dass wir an dem Bereich nochmal wieder eine Änderung vornehmen müssen. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, wirklich bis ins kleinste Detail die Sachen zu erfassen. Hinter der Anlage gibt es mehrere Ladestationen. Sinkt der Akkustand, dann lenkt die Steuerungssoftware die Autos automatisch hinein. So, einmal kurz checken, ob die alle sauber stehen. Die Steuerungssoftware versorgt die Fahrzeuge auch ständig mit Informationen über die Strecke, wie Steigungen, Radien oder Ampelschaltungen. Der ist schon recht langsam, ne? Ja. Ja, aber das sieht dann auch gut aus. Ja, guck mal hier, 2,5 Volt. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wird permanent gemessen. Wenn die Geschwindigkeit unter eine Sollgeschwindigkeit fällt, dann werden die Fahrzeuge automatisch von dem System hier in diese Ladestation geschickt. Dann sucht das System eine freie Ladebucht aus. Die Fahrzeuge fahren dann in diese Bucht herein. Und diese Platten legen sich dann an die Außenspiegel, die gleichzeitig mit den Akkus im Fahrzeug verbunden sind.
Und darüber fließt dann Strom und die Fahrzeuge werden wieder aufgeladen. Grundsätzlich kann man aber sagen, es ist so 1,5 bis 2 Stunden im Schnitt, die Fahrzeuge dann hier wieder aufgeladen werden und dann auch automatisch wieder in den Regelbetrieb sozusagen wieder mit eingegliedert werden. Ein riesiger Schwertransport macht sich auf den Weg nach Hamburg. Auf dem Hänger ist die 38 Tonnen schwere Brücke. 15 Jahre haben die Macher des Wunderlandes auf diesen Tag gewartet. Die kostbare Fracht erreicht den Parkplatz vor dem Wunderland um 5 Uhr morgens. In den nächsten 3 Tagen soll die Brücke installiert werden. Ein historischer Moment für Hamburg, für das Wunderland und für die beiden Gründer Gerrit und Frederik Braun. Die Zwillingsbrüder können es gar nicht erwarten, ihre Brücke in Empfang zu nehmen. Bisher haben sie die 1 Million Euro teure Brücke nur auf den Plänen und den Fotos in Augenschein nehmen können. Hast du eigentlich keine Angst, dass jemand nicht rübergeht? Guck dir die Brücke, die Fußgängerbrücke da hinten an. Aber es ist im dritten Stock, oh, im dritten Boden. Nee, habe ich keine Angst. Was machen wir, wenn? Rollstuhl. Scheuklappen? Betriebspsychologen engagieren. Sie ist das sehen Panzerglas? Brauchst du ja nicht, weil du kannst ja auf freigehbare Brücken. Und du hast einen Handlauf, ne? Die Brücke wird alles verändern. Das ist 3 Tage Männerspielplatz pur für uns. Wir haben Jahre, 15, 16 Jahre darauf gewartet, dass unsere Brücke endlich da ist. Jetzt steht sie hier, hat 25 Mal das Design verändert. Jetzt ist es das amtliche Design, unheimlich lichtdurchflutend, im dritten Boden oben. Das wird ganz spannend, wenn sie da oben hängt. Ich habe gerade, als ich davor stand, schon fast überlegt, geht da überhaupt jeder rüber? Oder gibt es Leute, die in der Höhe gar nicht sich trauen, darüber zu gehen, weil es so lichtdurchflutet ist? Egal, jetzt muss sie erstmal eingebaut werden. 750 Tonnen Kran habe ich aus der Nähe noch nie gesehen. Das ist alles ein Märchen gerade. Also hier auf dem Hof ist gerade unsere Zukunft angerollt, sozusagen, könnte man sagen. Weil die Entscheidung damals, die Brücke zu bauen, die ja schon wirklich lange her ist. Also die Vision lebte, aber wir haben uns sehr damit schwer getan, weil von der Größenordnung oder von der wirtschaftlichen Belastung könnte man auch sagen, ist das eine größere Entscheidung, als das Wunderland damals überhaupt zu gründen gewesen. Das heißt, wir wussten, wir nehmen da gleich auf einen Schlag so viel Fläche drüben ab, bauen diese Riesenbrücke. Das bedeutet in der Zukunft, A, natürlich ganz viel Spielwiese, um weiterzubauen, aber B, auch natürlich eine Menge Verantwortung, das auch mit Leben und mit Besuchern zu füllen. Die Zwillingsbrüder treffen Projektleiter Arne Scharnweber. Er soll dafür sorgen, dass die 38 Tonnen schwere Brücke heil an die vorgesehene Position kommt. Der Ingenieur hat dafür einen der größten mobilen Kräne mitgebracht, die es in Deutschland gibt. Um 5 Uhr sozusagen Dienstbeginn oder um 5 Uhr soll es hochgehen? Also ab 5 ist dann auch der Fleet gesperrt, dann gegen 5 dann das Schild auf und wenn das hängt. Dann, wenn alles klappt, dann zieht er um 5 Uhr. Ja, oder 5.15 Uhr. Wann hängt sie? Wenn alles gut läuft, sagen wir 2 Stunden später. Der Kran muss die Brücke über das Dach heben und dann vorsichtig zwischen die Gebäude setzen. Ja, es ist super spannend, weil 2,5 Jahre Planungszeit alleine für den Kraneinsatz, der jetzt beginnt. Wir müssen die 38 Tonnen schwere Brücke über das 30 Meter hohe Gebäude heben. Das wäre jetzt noch nicht das Problem, sie einfach hochzuheben. Aber dann muss sie ja verfahren werden übers Gebäude. Und das sind Lasten. Bei 38 Tonnen braucht man hier am Kran 200 Tonnen Gegengewicht, damit er nicht umkippt. Bodengutachten für die Stützen, damit die nicht einsacken. Und das muss jetzt alles zusammengeführt werden. Wir haben hier den kleineren Kran, der ist nur dafür da, um den Großkran aufzulasten, also die Gegengewichte da anzubringen, diese schweren Stützen hinzufahren und den Gittermast am Ende anzubringen, der dafür sorgt, dass die Brücke über das Gebäude gehoben werden kann. Das sind jetzt 2 Tage Arbeit, wo alles klappen muss. Schwerstarbeit draußen, Filigranarbeit drinnen. Jeden Tag rückt eine Arbeitskolonne zum Großreinemachen an. Meist schon ab 5 Uhr morgens, lange bevor die ersten Gäste kommen. Denn die rund 1600 Quadratmeter große Anlage muss täglich gepflegt werden, sonst droht die Technik zu versagen. Ein Teil der Anlage ist nur über getarnte Arbeitsluken erreichbar. Wenn es hier still wird im Wunderland, dann kommen die Höhlenmenschen aus ihren Löchern gekrochen. Staub ist der größte Feind des Modellbauers. Ich mache immer gern so einen Staubpust-Test, denn da sieht man am ersten, wo am meisten Schmutz und Staub ist. Also besonders knifflig sind die Bäume, da hängt sich der Staub dann so im Laufe der Jahre richtig fest. Aber auch unsere Bahnfahrer, die haben auch ein großes Problem mit dem Staub, denn der Staub, der zwischen den Schienen und den Rädern ist,
der fährt sie irgendwann fest. Und dann hat man ein Problem einfach mit der Stromübertragung. Das führt dann zu Lokausfällen, Zugausfällen. Das Schwierigste an dem ganzen Ding ist immer, so Flächen sind ja ganz einfach, aber man sieht es hier in dem Bereich, wo dann die ganzen Figuren sind, die ganzen feinen Details und Fähnchen und so, dass die dann beim Staubsaugen auch schnell kaputt gehen können. Also das erfordert höchste Vorsicht und der Staub, der zwischen den Figuren ist, der ist so verflixt fest drin. Das ist immer sehr kompliziert. Das Putzteam ist in den 2007 errichteten Alpen im Einsatz. Teile der Anlage sind nur mit halsbrecherischen Klettermanövern zu erreichen. Beim Einsatz des Staubsaugers ist Vorsicht geboten, damit nicht zu viele Bergbewohner und Bäume verschwinden. Zum Glück lassen sich kleinere Unfälle schnell mit ein bisschen Klebstoff beheben. Noch schwieriger wird der Job, wenn mit der Eröffnung die Züge unterwegs sind. Bastian, ja. Der Schlauch hängt da an dem Zug. Ach, guck mal. Ja, der ist sowieso umgekippt jetzt. Ist er umgekippt? Nee, die sind auf unterschiedlichen Gleisen das unterwegs. Das bringt uns nichts, nee. Den einen, den müsstest du wegnehmen. Ja. Jemand vom Leitstand. Milka, die auf dem Leitstand arbeitet, birgt den umgekippten Zug. Der Bahnverkehr kann fortgesetzt werden. Je älter so Anlage wird, umso mehr haben wir Reparaturen. Das ist einmal, zum Teil lösen sich irgendwelche Bauteile, die Klebeverbindungen, aber natürlich durch die Service und Wartung. Wir müssen immer wieder an die Gleise ran. Wir müssen immer mal Oberleitung oder hier die Mechanik reparieren. Und man sieht ja, wie schwer es ist, hier zu laufen, zu balancieren. Da bleibt man immer mal wieder irgendwo hängen oder mit den Füßen oder Strümpfen. Und dann schon wieder hat man irgendwelche Bäume an den Hosen. Das ist schon sehr knifflig hier. Also wir freuen uns eigentlich immer über jede Luke oder Klappe oder eventuell dann von vorne zu arbeiten. Hier hat man immer ein ungutes Gefühl. Also es ist immer spannend. Ne? Ein Fehltritt kann richtig viel Geld kosten. Die Schweizer Alpen sind bis zu 5 Meter hoch und erstrecken sich über 2 Etagen. 2007 haben wir die Schweiz eröffnet. Nach so vielen Jahren dann immer mal wieder hier hoch zu klettern, sich daran zu erinnern, wie das alles entstanden ist mit Baugerüst und 4 Tonnen Gips haben wir hier hochgeschleppt. Also das war schon eine irre Zeit damals. Und ich bin wirklich erstaunt, also ich kann hier klettern. Wir haben das super stabil gebaut mit der Stahlkonstruktion, Holzverstrebungen und dann richtig dick Gips. Also man kann hier optimal sich bewegen und das hält da, ist stabil. Noch 2 Wochen bis zur Eröffnung. Jetzt sind die Elektrospezialisten bei der neuen Kirmes im Einsatz. Die Fahrgeschäfte werden millimetergenau in die vorgefertigten Luken eingesetzt. Kenny, Jenny und Nina sind für deren Programmierung verantwortlich. Ein bisschen drehen. Ah, so, okay. Ja. Sitzt das so? Ja, passt. Gut. Einmal frei. Sehr gut. Also Nina, dann lass uns noch mal den Icarus angucken. Ja, genau. Ich habe da an dem Programm noch mal ein bisschen was geändert. Schau mal, ob dir das von da aus gefällt. Ich löse das jetzt mal aus. Ja, fährt hoch. Ich würde mit der Drehung von den Gondeln einen Tick früher anfangen. Mhm. Okay. Ansonsten sieht das schon echt gut aus. So. Wir hatten noch ein paar einzelne Schwierigkeiten jetzt in der letzten Endphase beim Programmieren. Es fällt immer noch mal auf, dass man an den Fahrgeschäften noch mal so 1-2 kleine Handgriffe machen muss. Dass mal hier zum Beispiel wie hier jetzt, dass die Abdeckung lose ist. Dass man da noch mal gucken muss, wie die befestigt werden muss. Jetzt ist hier gerade eben noch unsere Abdeckung für unsere Platine hier abgefallen, die dann später hier den Endschalter auslöst. Das sind noch so Kleinigkeiten, die dann zum Ende, zum Endspurt noch mal auffallen, wo dann noch mal 1-2 Handgriffe dran gemacht werden müssen. Hier der Streifen, der ist leider abgegangen. Wir haben nur das Glück, dass der noch leuchtet. Jetzt nicht mehr. Jedes einzelne Fahrgeschäft ist mit mehreren 100 LEDs ausgestattet. Insgesamt sind es auf der Kirmes rund 100.000 Stück. Also hier war natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass wir nicht mit ganz so vielen Leuten unter der Anlage verkabeln konnten, weil das alles ziemlich viel auf einem kleinen Fleck komprimiert ist und man da unten dann nicht mehr ganz so viel Platz hatte, um sich frei zu bewegen. Und dann natürlich diese Massen an LEDs, die man programmieren muss und dann diese Massen an Fahrgeschäfte, die ganzen Mechaniken, die man aufeinander abstimmen muss, das war oder ist nach wie vor noch eine kleine Herausforderung.
Unter der Anlage arbeiten die sogenannten Strippenzieher. Jennifer Schnitter und ihre Kollegen müssen in einer nicht gerade bequemen Arbeitsposition Tausende von Kabeln anschließen. So, ich habe einmal Oktopus gebracht hier. Ah ja, das bei dir, Joris. Ja. Die anderen Pins sind alle frei. Das heißt, weil ich habe hier nämlich noch so ein paar Wohnwagen und so ein paar Buden, die verteile ich auf den freien Pins. Das kannst du machen. Gut. Am Anfang ist es schon schwierig, immer nur im Liegen zu arbeiten. Man merkt am Abend auf jeden Fall, dass man was getan hat, wenn die Bauch- und die Armmuskeln ein bisschen brennen. Aber an sich ist das für mich kein Problem, hier 8 Stunden drunter zu verbringen. Stefan Dombrowski ist der Tüftler im Team. Er kriegt immer die schwierigsten Jobs. Diesmal hat der gelernte Mechatroniker ein Fantasiefahrgeschäft entworfen. Das ist ein ganz besonderes Fahrgeschäft, weil für dieses Ding gibt es nirgendwo ein Vorbild. Das ist also einfach meiner Fantasie entsprungen. Und ich mag Rost, ich mag Mechaniken, ich mag diese Art Steampunk. Und wie kann ich das Ganze zusammenbringen? Und irgendwie ist dann das Ding dabei rausgekommen. Also das Teil hat mehrere Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, es ist diesmal komplett gezeichnet und im 3D-Drucker entstanden. Hab die Einzelkomponenten dann mit hierher geschleppt, hab dann hier das Finish gemacht, also sprich, ich hab's gealtert, die Beleuchtung gemacht, alles zusammengebaut, die Zahnräder eingestellt, hab's sozusagen zum Laufen gebracht oder bin noch dabei. Der Spezialist muss nun noch Wasser auffüllen. Später soll aus dem Schornstein Rauch entweichen und für Spannung sorgen. Rund 400 Stunden Arbeit stecken allein im Maschinarium. Das schätzt Stefan an seinem Job. Im Wunderland hat er Zeit, seine verrückten Ideen auszuleben. Doch gerade mit dem Nebel, das wird der Hingucker. Das macht neugierig, was qualmt da, was ist das für ein Ding? Die Arbeit ist darin, als erstes eine Idee zu haben, wie sieht das Ganze aus. Also ich muss es mir komplett vorstellen können, zumindest eine grobe Vorstellung haben von Teilen, die ich reinbringen möchte. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Jedes Zahnrad ist ja ein bisschen anders, sind ja alles verschiedene Dinge. Das heißt, jedes Ding ist einzeln gezeichnet, einzeln ausgedruckt. Dann wird das Ganze zusammen auf eine große Platte gemacht. Dann das Ganze zum Laufen bringen, Beleuchtungspunkte zu finden. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, was da drin steckt. Aber der Vorteil ist jetzt halt, wenn wirklich mal ein Zahnrad irgendwann abgenutzt ist, kann ich ein neues ausdrucken. Es sollte eigentlich so sein, dass ich so gut wie keinen Verschleiß habe. Die Motoren sind sehr hochwertig, die halten Ewigkeiten. Die habe ich in der Anlage, die haben jetzt 1-2 Jahre durchgängig gelaufen. Die Zahnräder haben so gut wie keinen Verschleiß, mache ich mir keine Sorgen. Das Einzige, was ich halt mal machen muss, ich muss einmal im Monat hochgehen, ein bisschen Wasser nachfüllen. Ich will nicht mehr Arbeit machen als unbedingt nötig. Alles, was jetzt auf der Anlage kaputt geht, zieht mich von neuen Projekten wieder weg, weil ich reparieren muss. Und ich brauche natürlich lieber irgendwas Neues, Schönes, als die alten Sachen wieder zu reparieren. Ein Stockwerk höher bei der Kirmesbaustelle. Die Modellbauer setzen das Maschinarium das erste Mal an seinen Platz. Hier muss sich die Technik bewähren, im Dauerbetrieb. Der Scheinwerfer ist ja für den Nebel, dass du ihn richtig geil siehst. Ja. Aber wenn ich den zu weit so mache, hast du den Lichtpunkt genau als Besucher drin. Ja. Und da will ich auch gleich mal gucken, wie das mit dem Handy aussieht, wenn du es filmst. Ob es zu doll blendet, ob es gut ist. Also ich muss da so einen Kompromiss finden. Stefan schließt sein Fahrgeschäft nur provisorisch an. Später werden die Strippenzieher die Verkabelung übernehmen. Wir haben ja unsere Computer, die die ganze Anlage steuern. Und die Computer sprechen mit unseren Lichtmodulen, so nennen wir die. Das heißt, ich habe hier einzelne Pins drauf, einzelne Kontakte, die ich einzeln eine ausschalten kann. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe sie einfach zusammengetüdelt, dass alles funktioniert. Aber es sieht natürlich viel, viel schöner aus, wenn es langsam anläuft. Also sprich, erst die Motoren anfangen zu laufen, dann die Beleuchtung langsam aufgeht, von drinnen nach außen immer weiter. Und dann zum Schluss halt der Dampf auch rauskommt und das Ding dann anfängt auf und zu machen. Das habe ich jetzt alles nur zusammengetüdelt. Tüdelt, dass alles läuft und ja, gucke, dass ich den Lichtpunkt eingestellt kriege. Dann mache ich es wieder ab, dann kommen später vernünftige Kabel hier ran. Dann muss das Ganze programmiert werden, das macht aber jemand anders und dann kann es in Betrieb genommen werden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du den kippen solltest. Also wenn er gerade ist, finde ich, hast du schon ganz nett ausgeleuchtet. Und so ist kein Lichtpunkt zu sehen. Ich glaube, so lassen wir das. Du kannst so schön Fotos von machen. Ja. Geil.
Also ich habe extra eine Art Rutschkupplung eingebaut, weil ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Also sprich, dass irgendeiner will nur mit dem Finger zeigen, guck mal da und kommt mit dem Finger dazwischen. Wenn aber mir wehtun, ne? Dann teste das mal, halt mal deine Grabbel da rein. Guck, passiert ja, gar nichts. Bleib sofort stehen. Ich habe es erstmal so gemacht, lieber auf sicher und dass nichts passieren kann, weil es ist nun mal ganz vorne dran. Ne? Was die Modellbauer nicht ahnen, die Kirmes wird sie noch ganz schön auf Trab halten. Jeder Abschnitt im Wunderland hat seine Besonderheiten. Skandinavien besitzt ein 30.000 Liter Wasserbecken. In Amerika erstrahlen 70.000 LEDs. Hamburg wird von 50.000 Figuren bevölkert. Mitteldeutschland hat 1.400 Meter an Gleisen. In Knuffingen ist die Feuerwehrstation das Highlight und in Österreich die Landschaft mit 10.000 Bäumen. Die Schweizer Alpen erstrecken sich über 2 Etagen. Und dann ist da noch der Airport Knuffingen mit mehr als 50 Flugzeugen. Das Miniaturwunderland ist in Hamburg inzwischen zum Besuchermagneten Nummer 1 geworden. Besonders beliebt ist der Flughafen. Auf 150 Quadratmetern starten und landen Düsenjets, rangieren auf dem Vorfeld und werden am Gate abgefertigt. Ein Computerprogramm steuert die Bewegungen der rund 50 Jets auf dem Vorfeld. Der Katapultschlitten beschleunigt die Maschinen auf der Startbahn. So sind realistisch aussehende Startmanöver möglich. Hinter der Kulisse werden die Jets abgebremst und geparkt, bis der Computer sie wieder aktiviert und per Katapultschlitten erneut beschleunigt. Diesmal für die Landung. Ausgedacht und programmiert hat das Ganze Gerrit Braun. Leitstand für Gerrit. Wir werden jetzt die Beluga neu einrichten. Das heißt, ich klaue euch mal kurz den Flughafen, nur dass ihr Bescheid wisst. Gerrits geniale Idee, die Biene Maya und auch alle anderen Flugzeuge werden von 2 Stangen aufgespießt und dann 14 Meter weit beschleunigt. Damit das auch bei der Beluga funktioniert, muss der Jet angelernt werden. Ja, aber es kommt jetzt gleich Start. Ja. Kann auch sein, dass ich gerade durch die Lichtschranke bin. Das heißt, wir lassen den Start noch raus. Der Flugplan ist heute in Knuffingen eng getaktet. Eine Maschine nach der anderen startet und landet. Gerrit muss warten, bis er eine Lücke findet, um seinen neuen Flieger programmieren zu können. Dadurch, dass das sozusagen ein geregelter Zufall ist, kann ich manchmal nicht beeinflussen, dass ich jetzt gerade den Flughafen gerne hätte für meine Beluga, um sie einzutesten. Es schummelt sich hier gerade ständig irgendein anderes Flugzeug dazwischen. Endlich kann es losgehen. Okay. Dann fahre ich die mal nochmal beide ein Stück hoch. Steht da gerade? Ja. Ja, ne? Sieht gut aus. Ich setze sie jetzt mal exakt ab. Und jetzt kommt der schönste Teil gleich. Wir haben die Stangen eingefädelt. Sie sind genau auf Berührung. Ich kann das Flugzeug also hochheben. Und jetzt kann ich gleich mal anfangen, mit den Stangen schon mal ein paar Anstellwinkel auszuprobieren und das Flugzeug das erste Mal in der Luft zu sehen. Da freuen wir uns immer am meisten drauf. Und dann kommt gleich das Startszenario. Das heißt, jedes Flugzeug startet und landet anders, hat seine eigene Charakteristik. Und die programmieren wir gleich rein. Okay, dann geht er jetzt hoch. Für einen Start. Gerrit nimmt noch einmal eine Feinjustierung vor. Die Bewegungen von Flieger und Wolkenfenster müssen exakt aufeinander abgestimmt sein. Ich mache noch ganz klein bisschen mehr hinten, dass er hinten einen Tick später geht, damit er steiler geht und dann probiere ich es. Entweder knallt es jetzt oder nicht. Ein kleiner Softwarefehler in der Programmierung und das Flugzeug kracht in die Tarnvorrichtung. Und das wäre ein herber Verlust. Es steckt genau genommen 5 Jahre Arbeit drin und auch 5 Jahre Programmierung. Natürlich nicht von morgens bis abends jeden Tag, weil teilweise wurde was entwickelt, was ausprobiert, aber dann wieder umprogrammiert. Also das war die Herausforderung, erstens die Systemübergabe, also dass wir ein Flugzeug haben, was aus eigener Kraft fährt.
was da auch richtig schöne Bewegungen macht, beschleunigt in der Kurve, die Triebwerke drehen sich, die Beleuchtung ist richtig, blitzt und so weiter und so fort. Fährt an die Parkposition ran, dass dann Finger rankommt und die Passagier, also diese Fluggastbrücke rankommt, dass ein Pushbacker das Flugzeug wieder rausschiebt, dass er dann aus eigener Kraft wieder losfährt, dass er dann irgendwann zur Startbahn kommt, dort gefunden wird, eingefädelt wird, im richtigen Winkel rausstartet, dass wir über 50 Flugzeuge haben, die auch einen Flugplan haben. Und wir fahren Feuerwehreinsätze auch noch. Die Feuerwehr mischt sich dann irgendwann rein. Vorfahrtsregeln für Feuerwehr und allgemein Fahrzeuge im Vergleich zu Flugzeugen sind ganz anders als im echten Straßenverkehr. Das heißt, unsere K-Systeme, die ich schon vorher programmiert habe, die konnte ich zwar als Grundlage nehmen, aber also die ganze Verkehrsregelung beim Flughafen ist halt eine völlig andere. Alle 15 Minuten wird es automatisch Nacht im Miniaturwunderland. 300.000 Lampen bringen dann Licht ins Dunkel. Wie auf einem echten Flughafen leiten Positionslichter die Flieger zu ihren Positionen am Terminal. Für Gerrit war der Flughafen ein technischer Meilenstein und eine echte Herausforderung. Ich kann mich auch gut an den Moment der Idee zum Flughafen erinnern. Wir hatten die Autos zum Fahren gebracht, die Schiffe einigermaßen zum Schwimmen, die Züge fuhren schon immer. Und dann, ja, es fehlen Flugzeuge. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, das soll mit den Stangen funktionieren und nicht mit Rampen. Wir wollen diesen mega coolen, realistischen Blick über eine riesen Vorfeldfläche mit allem. Da kommt die Beluga. Unser neuestes Flugzeug, das sich nochmal nach der Einrichtungsphase jetzt in seinen ersten echten Jungfernflug hier zwischenschummelt. Und wir haben eigentlich gedacht, wir brauchen 2 Jahre für die Technik. Ich brauche vielleicht noch ein halbes Jahr länger, um am Ende alles fertig zu programmieren. Und die Modellbauer brauchen auch ungefähr 2 Jahre, um diese realistischen Terminals zu bauen. Dass es am Ende 5 Jahre gebraucht hat, die wir für die Technik brauchen, für die Schlitzschließer, für diese Stangenmechern, für die ganzen Autos und vor allen Dingen auch für die Flugzeuge zu bauen, diesen Frontantrieb von den Flugzeugen hinzukriegen, bis hin, dass die Triebwerke sich drehen und alles und die ganzen Softwareprogrammierungen. Das hat sich einfach gezogen, das war auch nicht so geplant, das war auch eine total stressige Zeit, weil ich habe immer gedacht, im Jahr sind wir fertig. Aber dann kam wieder irgendwas dazwischen, irgendwas klappte nicht, irgendwas flog uns um die Ohren, wieder ein Jahr länger. Aber im Endeffekt ist es ganz gut, weil die Modellbauer hätten auch 5 Jahre gebraucht, um dieses Terminals zu bauen. Wenn man sich dies im Detail anschaut, da stimmt jedes Kofferband, da stimmt einfach alles. Auch beim 150 Quadratmeter großen Flughafenabschnitt setzen die Modellbauer auf die Masse an Details. 5000 Autos und 15.000 Figuren stehen auf der Anlage. Ein Geheimnis für den Erfolg des Wunderlandes sind genau diese kleinen Geschichten, die es zu entdecken gibt. Das macht die Faszination aus und lockt jedes Jahr mehr als 1 Million Besucher an. Besonders beliebt der Millennium-Falke aus den Star-Wars-Filmen. Er beweist, der Fantasie sind im Wunderland keine Grenzen gesetzt. Außer das Raumschiff hat einen technischen Defekt. Hendrik! Moin. Dein Millennium-Falken macht Ärger. Okay. Der entgleist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir den Schleifer einmal biegen müssen. Oder ob der beim Einschalten zu da anreißt vielleicht. Okay, ja. Ja, also ich würde mal sagen, dann schrauben wir den einfach mal auf und gucken. Wir haben irgendwann festgestellt, dass das Modell eigentlich relativ stramm zusammensitzt einfach nur. Und dann haben wir hier nur noch einmal das Kabel von der MVO gelegt. Und dann war es das schon. Ja, super. Guck mal, das merke ich mir fürs nächste Mal. No. Da war ich nicht mutig genug. Im Bauch der Flieger sind Minicomputer und Akkus verborgen. 20.000 Euro kostet jeder Jet. Das hat auch eine Menge Zeit gekostet, einen Antrieb zu entwickeln, der aufs Bugrad geht. Das war ein weiter Weg, aber wir haben jetzt hier ein extrem tolles Kugellager drin mit einem Schaft, der diese senkrechte Bewegung des Motors perfekt in eine Geradeausbewegung umwandelt und trotzdem auch noch das Drehmoment des Motors nicht zu stark auf den Lenkmagneten wirkt. Ein Akku an Bord, klar, irgendwo muss der Strom herkommen. Hier haben wir eine Steuerplatine, die ist ein bisschen umfassender, weil sie muss also sanft an- und nachregeln, damit das immer ein schön sanfter Verkehr ist. Und der muss die gesamten Lampen steuern für das Flugzeug, die Triebwerke und alles, die Bewegungen. Und er muss vor allen Dingen die Kommunikation mit dem Hauptrechner übernehmen. Was eine Riesenherausforderung ist, ist das Flugzeugmodell an sich. Wir sehen es jedes Mal,
gleicher Flugzeugtyp gebaut, ein A330, aha, 200er Länge, jetzt haben wir mal einen 300er gebaut, ey, cool, Technik haben wir schon, gießen wir die Trichter nochmal ab, bauen das alles zusammen, ich nehme meine Startparameter, zack, und wir sitzen Wochen am Einjustieren, am Testen, weil das Ding einfach nicht will, ist halt ein Prototyp. Am Ende sind es alles 50 einzelne Prototypen. Und da war der Gummireifen quasi auf der gedruckten Felge war quasi lose. Das heißt, der Reifen, die Felge hat im Reifen durchgedreht. Genau. Das hat aber auch halt auch immer mal wieder. Das ist ein Drall, logisch, wenn du nur auf einer Seite. Ey, da bin ich nicht drauf gekommen. Cool. Ja, dann teste mal. Nicht, dass ich dir nicht glaube, aber... Ja, meist hat er alles super. Ja, Glückwunsch. Der Millennium Falke ist wieder startklar. Ganz so weit sind die Brückenbauer noch nicht. Sie müssen zuerst einmal den 750 Tonnen Megakran aufbauen. Eine Herausforderung ist der weiche Untergrund. Es werden deshalb Fundamente für die Kranstützen gebaut. Sie sollen das enorme Gewicht auf eine größere Fläche verteilen. Am Haken des Riesenkrans hängt später die 38 Tonnen schwere Brücke. Der Kran muss die Schwerlast 38 Meter anheben, über den Speicher heben und inflat ablassen, damit die Brücke an den Verankerungen im Mauerwerk befestigt werden kann und das Miniaturwunderland endlich die neuen Stockwerke in Besitz nehmen kann. Moin! Brauchen wir Helm heute? Heute braucht ihr den Helm. Spannend! Es geht voran. Wir müssen schon drum kämpfen, dass ihr da rein dürft. Wir freuen uns sehr. Für dich stoppen. Ist denn alles vorbereitet? Ja, alles vorbereitet. Kommt rein. Ich fühle mich wie zu Hause. Ne? Ja, los. Vor mehr als 15 Jahren hatte Frederik Braun die verrückte Idee, eine Brücke zu bauen. 10 Jahre dauerten die Gespräche mit den Behörden in Hamburg. Jetzt ist es endlich soweit. Die Gründer wagen den Brückenschlag ins Nachbargebäude. Das wird zurzeit komplett saniert und für den Einzug der Modellbauer vorbereitet. Wenn alles fertig ist, werden Züge und Besucher die Brücke überqueren können, um auf der anderen Seite des Fleets neue Modellbauwelten zu entdecken. Aber nochmal, Gerrit, das heißt, diese Öffnung ist aber kleiner als die Brücke. Das heißt, hier ist ein kleines Nadelöhr und die liegt da und da auf. Da siehst du die Außenmaße der Brücke, ist der Träger sozusagen. Direkt an den äußeren Kanten ist sie gegründet in den Boden. Da siehst du die hier da, ja. Die vier Gleitlager. Ja, aber da muss er doch dann eigentlich die Brücke ja reinsetzen, reinfahren. Das heißt, er kommt von oben runter und geht er dann so rein, oder? Also stell dir mal vor, die Brücke kommt jetzt hier so rein, dann wird er sie erst da hinten reinstecken, in die vier Löcher. Wenn er jetzt ablässt, kippt die automatisch runter und setzt sich hier drauf. Dafür sind diese... Ja, aber das heißt, dass der ragt raus. An der Brücke sind sie, das kannst du rausschieben. Okay, wenn es hier also runtergeschwenkt ist, schiebst es rein, schraubst es fest und dann hast du damit die Auflage. Ja, und dann liegt es da auf und dann kannst du in Ruhe da die vier Gleitlager. Deswegen ist es auch locker hier. Ja. Also ich würde sagen, alleine der Gang über die Brücke rüber, die ja wirklich aus Glas ist, ist schon ein Erlebnis an sich. Ich glaub, es wird ein paar geben, die sich vielleicht sogar nicht trauen. Ich hoffe, dass sie es am Ende tun, weil dann ist eigentlich alles erreicht. Man traut sich gerade eben rüber, so die ganz Besorgten oder wie auch immer, dann hat man das bestmögliche Erlebnis geschafft. Ich glaube, dass auch ganz viele warten werden, bis wieder eine Barkasse kommt oder wie die Sonne steht und so. Ich glaube, das ist tatsächlich schon sehr, sehr spannend, nicht nur die Eisenbahn, die rüberfährt, auch zu sehen. Da wollen wir so ein bisschen die Farben oder die Welt von oben darstellen, sozusagen, dass unsere kleinen Wunderländer Preiserleins eine kleine Weltreise rüber machen und auf dem Weg diese schönsten, die man so kennt aus dem Internet, die Bilder von oben der Welt und verschiedene Farben sehen. Ich glaube, das werden die Leute sich anschauen, aber viel cooler ist dieser lange Blick die Speicherstadt entlang, diese Schönheit der Speicherstadt aus dieser Perspektive zu sehen, das ist Wahnsinn. Die Zwillingsbrüder haben im neuen Gebäude weitere 3000 Quadratmeter angemietet, um dort neue Miniaturwelten bauen zu können. Wir sind schon wieder voll im Thema drin, dass wir uns gerade vorstellen, wie sind die Höhen, wo gehen die Berge hoch, wo geht der Corcovado-Zuckerhut da hinten hoch, wie wirkt die Antarktis in der Ecke. Also ich habe das Bild nicht vor Augen. Wir haben noch also ein paar Sorgen. Ich sehe da Rio, ich sehe da die Antarktis, Patagonien, hier der Regenwald. Ich rieche ihn schon fast förmlich. Man fängt sich sofort jetzt Gedanken an zu machen, wie reagieren die Leute auf Brasilien, auf Rio de Janeiro, hier auf den Regenwald, auf die Arktis und Patagonien. Und so. Wir spielen die Leute mittlerweile ein bisschen schwindelig so von der Orientierung im Gebäude. Jetzt gehst du mal da lang, dann gehst du hoch, dann kommst du zurück. Da musst du übrigens runter, dann gehst du mal über die Brücke, da gehst du übrigens hoch oder rechts oder links und so weiter und so fort. Und wenn du Glück hast, kommst du heute Abend auch wieder raus. In der Werkstatt wird im kleinen Maßstab das große Ereignis schon einmal durchgespielt. Der Riesenkran und die Brücke sind maßstabsgetreu zusammengebaut.
Sie sollen den Besuchern auf der Anlage und der Fangemeinde im Internet das Gefühl geben, das Geschehen miterleben zu können. Denn die eigentliche Aktion werden wegen der Sicherheitsmaßnahmen nur wenige Gäste vor Ort sehen dürfen. Frederik Braun und Gerhard Dauscher lassen es sich nicht nehmen, den Minikran persönlich zu bedienen. Freddy, Vorsicht, die Brücke. Ja. Ich versuche gerade hier schon alles vorzubereiten, aber es ist gar nicht so leicht. Ja, den Bauarbeitern wird langweilig, die machen schon mal Brotzeitpause hier auf der Brücke. So rum oder so rum? Wir müssen noch einmal drehen. Ich mache mal einen Knoten in meine Hände. Kannst du das übernehmen? Die Brücke ist um 10% ungefähr länger. Wir müssen die hier an unser Speicherstart anpassen. Wir haben wohl damit nicht ganz normmäßig gebaut. Man merkt schnell, Frederik und Gerhard sind keine geübten Kranfahrer. Den Miniaturarbeitern auf der Brücke dürfte langsam schwindelig werden. Oh, 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 oh. Nicht so zittern. Ruhig. Was ist los mit deiner Hand? Ja, die ist nicht mehr die jüngste. Ja. Und jetzt runter. Jetzt. Der war gut. Ach, der war drin. Respekt. Ich würde mal sagen, passt, wackelt und hat Luft. Drin ist. Oh, 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 oh. Wenn wir in die Hauptnachrichten wollen, dann darf das morgen so ablaufen. Aber wenn wir eine schöne Brücke haben wollen, dann lieber nicht. Weil wenn ich mir das da anschaue, nö, wir merken gerade, dass das gar nicht so einfach ist. Das sieht so einfach aus, der Männerspielplatz da unten. Aber es darf ja nicht ein Bolzen falsch sein. Es ist, also wenn du dir anschaust, wie die gerade, die bauen ja gerade den Ausleger auf, das ist Wahnsinn. Also da ist man, also ich als Außenstehender, der nicht weiß, wie es funktioniert, ist nervös. Die sagen, die sind ziemlich entspannt. Aber ich hätte es nicht hingekriegt, wenn ich mal ehrlich bin. Also das dreht sich immer noch. Im Wunderland dürfen sich die großen Kinder ausleben. Wir sind Spielkinder. Das heißt, für uns war ganz klar, wir wollen das nachspielen, wir wollen diesen Spaß auch haben. Aber es ist natürlich so, dass ganz, ganz viele unserer Fans können hier nicht dabei sein. Es wird Jahre dauern, bis sie mal hierher kommen, weil die überall in der Welt sitzen. Und das sind ganz viele Modelleisenbahn- und Modellbau-Fans und die lieben uns dafür, dass wir das natürlich auch in kleinen nachspielen und finden das dann noch lustiger. Aber so im Modell ist das schon, zeigt den Maßstab, finde ich auch ganz cool. Und wir können hier einfach mal daneben stehen und es von allen Winkeln gucken. Das kann man zwar mit einer Drohne inzwischen auch, aber hier sind unsere Fans hautnah einfach dabei. Mehr als 1000 Züge in der Größe H0 sind auf der Anlage unterwegs. Vom Hochgeschwindigkeits-ICE bis zur historischen Dampflok. Der längste Zug misst stolze 15 Meter. Wolfgang Wicht und Joachim Jürs sind für die Wartung der Gleise zuständig. Ich wechsle eine Weiche im guten Fall, wenn ich gut drauf bin, unter 90 Sekunden. Weiche raus, wieder rein, Zug fährt. Im günstigen Fall, ohne Kurzschluss. Wolfgang ist gelernter Elektriker und gehört von Beginn an zum Team des Wunderlandes. Arbeiten am offenen Herzen hier. Man muss natürlich aufpassen mit den Zügen, dass es keinen Kurzschluss gibt. Aber wenn es einen Kurzschluss gibt, dann habe ich ja Funkgerät und dann kann ich Leitstand anfunken. Schaltet mal die Bahn wieder ein, das war ich, und dann läuft das wieder. Ist natürlich schwieriger, während des Betriebes so eine Weiche zu tauschen, keine Frage. Aber vom Arbeitsaufwand her ist es nicht mehr, als wenn ich das vor dem Betrieb oder nach dem Betrieb mache. Ich gehe davon aus, dass da ein Kurzschluss gewesen ist. Oder was reingefallen ist. Ist ein Kurzschluss gewesen. Joachim, ist ein Kurzschluss gewesen, ja? Muss ich wechseln. Die Weiche muss ich tauschen. Wenn jetzt ein Zug kommt, habe ich die Karte gezogen. So, und hier kann man das sehr schön sehen. Also hier sieht man im Prinzip, dass das verschmort ist, das Ganze. Die Zunge hat halt so gestanden, die Weichenzunge. Und dann ist eine Lok draufgefahren, ist entgleist und es hat einen Kurzschluss gegeben. Und dann ist das ja so, je länger so die Stromkreise oder die Kabel sind zu dem Netzteil selber, baut sich ja irgendwo auch ein Widerstandswert auf. So, und wenn das vom Rechner nicht als Kurzschluss erkannt wird, sondern so ein Kriechstrom sozusagen, dann wird immer wieder Strom reingepumpt in diesen Stromkreis. Und das Ende vom Lied ist dann, dass das richtig einschmilzt und dann nicht mehr funktioniert. Und das ist das Problem. Der Eisenbahnspezialist hat seit der Eröffnung einen Großteil der rund 15.000 Meter Gleis verlegt. Und auch die meisten der 3.250 Weichen eingebaut. Ein
die geht auch. So, gut, hätten wir das. Das war im Prinzip alles. Wieder ein Problem gelöst, ohne den Betrieb aufzuhalten. Leitstand für Wolfgang Hauptbahn 1 könnt ihr jetzt wieder einschalten, danke. Faszination selber ist, das Ganze jetzt am Laufen zu halten. Also, dass die Züge wieder fahren. Wenn ich was repariere und das funktioniert nicht, dann da koche ich innerlich so lange, bis das funktioniert. Oder wenn eine Weiche beim Neubau nicht funktioniert, dann setze ich mich da so lange ran, bis das Ding funktioniert. Und das ist die Faszination. Das einfach aufbauen und zum Fahren bringen, das ist nicht die Schwierigkeit. Die Fehlersuche und das zu reparieren und das dauerhaft zum Laufen zu bringen, das ist das Ganze, was das Ganze hier ausmacht. Leitstand für Wolfgang. Wolle, wir hören dich. So, ich habe hier an der Hauptbahn 1 eine Weiche getauscht. Die müssten wir auch nochmal überprüfen. Zug hatte ich auf die Seite gelegt, damit hier kein Zug mehr reinfährt. Könnte alles wieder freigeben, aber vorher sollten wir das einmal testen. Ja, das ist die 212. Schaltet ihr Milka mal jetzt? Ja, nur Mut. Nur Mut, sagt er. Ja, das sieht doch gut aus. Der Leitstand ist das Herz und Gehirn der Anlage. Von hier aus können die Mitarbeiter alle Züge und Fahrzeuge überwachen und steuern. Der Leitstand ist im Grunde so der Flaschenhals. Das Team, was hier arbeitet, muss gut funktionieren, damit da draußen der Gast eben auch was Schönes zu sehen hat. Und wir haben hier wirklich die Kontrolle über alles. Das macht natürlich in erster Linie der Computer oder viele Computer, aber wir können auf alles zugreifen. Also wir können auf jede Lampe zugreifen, wenn wir wollen. Wir können auf jeden Zug zugreifen, wenn wir wollen und auch auf jedes K-System-Fahrzeug oder jedes Flugzeug. Hier an diesen grauen Hintergrundbildern zum Beispiel, das sind unsere Gleisbilder. Da sehen wir eben ganz genau, wo welcher Zug sich befindet im Wunderland. An den gelben Strecken, das sind zum Beispiel Fahrstrecken, also dass der Zug hat den Befehl bekommen, von Punkt A nach Punkt B zu fahren und ist jetzt auf dem Weg dorthin. Dann werden die Weichen geschaltet und so weiter. Also wir können auch da die Weiche wirklich rumklicken, kontrollieren, ob die funktioniert. Auf den Zug schneller machen, den Zug langsamer machen, anhalten, rückwärts fahren. Alles, was wir eben brauchen. Genau. Ich weiß nicht, ob da was war. Hauptbahn 10 und vor allen Dingen die Bereiche hinter Rom, genau, die beiden Schattenbahnhöfe. Ja. Weil da jetzt auch, das passt gerade ganz gut, weil da so wenig los ist. Jagt da nochmal einen raus und dann gehen wir nochmal vor Ort hin und gucken uns das an. Alles klar. Rund 60 Computer steuern alle Zugbewegungen auf der Anlage und die rund 1300 Signale auf den Strecken. Da kann es schon einmal zu viel Funktionen kommen. Aktuell gibt es in einem Schattenbahnhof immer wieder Kurzschlüsse. Lars entschließt sich, den Kurzschluss bewusst herbeizuführen, um zu sehen, wo genau das Problem liegt. Also einfach mal harten Kurzschluss. Okay. Nicht schön für die Anlage, aber dann weiß man, dass es funktioniert. Leitstand für Lars. Ja. Den Kurzschluss auf der Hauptbahn 11, das waren die Milka und ich gerade, beziehungsweise das war ich ganz allein. Die Hauptbahn 11 könntet ihr bitte wieder einschalten. Am Ende lag nur etwas Dreck auf der Fahrbahn. Lars ist erleichtert, dass der Betrieb nicht groß aufgehalten wird. Wir sind jetzt hinter der Anlage, hier im Italienabschnitt und haben hier in 4 bis 5 Stockwerken unsere Schattenbahnhöfe untergebracht. Also immer da, wo der Zuschauer es nicht sieht, im nicht sichtbaren Bereich, im Schatten der Anlage, da befinden sich halt bei uns wahnsinnig viele Parallelgleise, damit da die Masse an Zügen Platz hat und die Züge sich untereinander austauschen können. Die Idee dahinter ist ja immer, möglichst viel Vielfalt fürs Auge zu erzeugen. Also der Zuschauer soll nicht das Gefühl haben, er sieht hier 5 Züge ständig, sich immer wieder wiederholen. Und deshalb recherchieren wir immer sehr genau, was fährt in diesen Landesabschnitten genau an Zügen und an unterschiedlichen Zügen und versuchen, so viele unterschiedliche Züge wie möglich dann hier aufzubauen, hier im Dauerbetrieb zu haben und ja, die Anlage zu befeuern. Zurück zur Kirmes. Für das Team um Matthias Stamm beginnt der Countdown zur Eröffnung. Wo stehen wir? Was habt ihr angeschlossen? Was ist schon programmiert? Angeschlossen ist soweit alles mittlerweile. Da sind wir in den letzten Zügen gewesen und das ist jetzt zum Glück fertig geworden, alles rechtzeitig. Programmieren haben wir noch ganz kleine Kleinigkeiten, aber sonst sind wir auch soweit fertig. Das heißt, ihr geht schon mal hoch, ich gucke mir noch mal die Achterbahn an und dann gucken wir oben, wo ihr das alles schon fertig habt. Aber
Noch immer eine ungelöste Baustelle, die Achterbahn. Arne hat die Miniwagen liebevoll gebaut und gestaltet. Alles schien zu funktionieren. Doch jetzt entgleisen die Wagen wieder. Und das 3 Tage vor der Eröffnung. Der gelernte Mechatroniker ist verzweifelt. Achterbahn, wo stehst du? Der Modell war die gerade zurückgebracht. Läuft? Nee, überhaupt nicht. Ich drehe mich im Kreis. Ich baue jetzt einfach einen komplett neuen Wagen. Ich muss dich auch schon wirklich rausnehmen. Zu viel Gewicht, oder? Nee, Gewicht nicht, aber in der Achterbahn hat man ja die Hände oben. Ach so, ja. Das kann man in dem Bausatz aber nicht, weil man dann irgendwie so gegen Geländer gegenfährt oder so ein... TÜV geprüft. Ja, absolut, absolut. Ich baue jetzt nochmal die Untergestelle von dem Wagen nach, weil mir durch das Lackieren einfach ein bisschen Lack die Reibung erhöht hat. Und somit sind diese kleinen Nadellager einfach ein bisschen langsamer als vorher beim Testen. Und dann fällt er mir halt aus der Kurve raus, weil die Kurve halt zu steil ist für die langsamere Geschwindigkeit jetzt. Da habe ich zum Glück noch Reservebausätze und daraus baue ich mir jetzt das Chassis halt nochmal neu. Wenn man unter Zeitdruck arbeitet, entstehen eher schnell mal Fehler. Dann bricht was ab. Das heißt, ich muss im Prinzip dann noch viel mehr machen, als ich machen müsste. Also ganz entspannt. Ich habe mal von Freddy gehört, ohne Achterbahn keine Kirmes. Solange die also bei mir steht, gibt es dann scheinbar keine Kirmes. Mal sehen, ob der Galgenhumor am Ende hilft. So, das sieht ja schon richtig gut aus hier. Die Fahrgeschäfte sind inzwischen fast alle verdrahtet. Doch die LEDs müssen für jede Attraktion einzeln programmiert werden. Ein Job für Nina Wieghorst. Wo warst du gerade noch dran? Ich wollte noch mal eben hier die Platine tauschen, da haben wir eine neue Software bekommen. Und die müssen wir einmal gegentauschen für das Banana-Fun-Schiff. Ach so, das ist dann das mit dem, dass es wirklich schaukelt? Ja, so halb. Also es ist auf jeden Fall langsamer fährt. Momentan ist der Motor noch recht schnell und wackelt dadurch noch ganz schön. Ja. Und jetzt ist das ein bisschen verlangsamt. Okay, super. Die beiden Mechatronikerinnen Nina und Jennifer sind seit Tagen damit beschäftigt, die Bewegungen der Fahrgeschäfte so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. 9, 06, 07, 05, 1, 2. Das ist doch gut. Ah, aber die Geschwindigkeit ist super. Ja, und gleich erstmal so lassen. 2,8. Ja, reicht. Die Programmierung hat Jenny mit Nina schon sehr gut aufgegriffen und das, was so in ihrem Herzen steckt, dieses Nervenkitzel von den einzelnen Fahrgeschäften aufzugreifen. Und das sind so, ist der Feinschliff. Die letzten 5% sind jetzt halt dran und die kosten natürlich am meisten Zeit und am meisten Nerven, weil wir wollen es einfach richtig gut haben, richtig perfekt, sodass der Gast tief eintauchen kann in jedes einzelne Fahrgeschäft. Modellbauer Christian Rosenau nimmt sich viel Zeit, um die Anlage auszuschmücken. 9000 Minifiguren müssen von Hand einzeln gesetzt und aufgeklebt werden. Man muss erstmal so dieses Grundkonzept, die Grundstruktur schaffen, damit man auch eine Übersicht behält. Dann die Details, die kommen meistens sowieso zum Schluss, weil man dann noch ein paar Lücken ausfüllen muss und überlegt auch, wo könnte der Gast irgendwo die Kamera hinhalten, was fotografiert er gerne, was sieht besonders gut aus, was man jetzt auch merkt, wo alles beleuchtet wird. Und da klebt man dann ein bisschen individueller, eine lustige Szene oder wo man sagt, das passt wirklich gut fürs Foto. Früher kamen die Besucher hauptsächlich wegen der Züge. Heute sind die kleinen Details, die Szenen aus dem echten Leben, viel wichtiger geworden. Mehr als 300.000 kleine Figuren leben inzwischen auf der Anlage. Hier haben wir so eine kleine Szene, die der ganze Kirmes noch mal einen besonderen Touch gibt. Wir haben ja die ganze Beleuchtung, die Fahrgeschäfte, diese Flut an Nervenkitzel und Beleuchtung ist einfach da und dieses Mitreißen. Und trotzdem haben wir noch mal kleine Szenen integriert, wo der Gast einfach noch mal eine kleine Geschichte findet, die er noch mal losgelöst von diesem ganzen Chaos auch noch mal für sich entdecken darf. Inzwischen arbeiten rund 300 Mitarbeiter im Wunderland, die meisten in den Werkstätten und Büros auf der 3. Etage. Daneben liegen die Abschnitte Provence und Monaco. Daran schließen sich Rom, Venedig und Italien an. Alle Abschnitte sind untereinander verbunden. Die Züge können überall eingesetzt werden und genau deshalb trägt das Wunderland den Titel größte Modelleisenbahn der Welt.
Neue Loks landen meist zuerst in den Händen von Dirk Zimmermann. Er ist für die Beschaffung und Ausstattung der Loks und Waggons zuständig. Ich hätte da was Neues im Programm für Monaco und für Frankreich. Hier diesen schönen Triebzug. Ah, okay. Nice. Bekannte Programm. Jan Hauks ist der Experte für die Technik. Also das ist jetzt die Original. Genau, so sind sie in Frankreich lange Zeit gefahren, teilweise sind sie auch noch im Einsatz. Also wir bauen die Züge nicht komplett selber, weil das ein zu großer Aufwand ist. Aktuell, vielleicht kommt das in Zukunft einmal auf uns zu, wenn wir Landschaften bauen, die nicht mehr bei uns auf dem Kontinent sind oder auch nicht in den USA sich befinden. Da wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als dann wirklich in Eigenbau dann zum Beispiel einen solchen Triebwagen zu nehmen, das Gehäuse runterzunehmen und dort dann im 3D-Druck dann selber was aufzubauen. Mehr als 1000 Züge und 10.000 Waggons sind auf den Strecken unterwegs. Entsprechend groß ist der Wartungsaufwand. Wir haben hier bei einem Dreileitersystem die Räder und den Schleifer zur Stromabnahme. Und was gerne passiert ist, dass die Räder verdrecken und auch der Schleifer. Da ist eine Staubschicht drauf. Die müssen wir dann einfach nur, dann nehmen wir den hier und polieren die Räder praktisch einmal sauber, genauso wie den Schleifer. Und wir haben auf jeden Fall immer gut zu tun, vor allem jetzt in der Hochsaison, wenn die Züge von morgens bis abends durchfahren, ist das gang und gäbe, dass sich regelmäßig mal das Getriebe kaputt fährt oder die Spule vom Motor durchbrennt. Das sind somit die häufigsten Fehler. So, Dirk. Die Cola ist drin. Sehr schön, sehr schön. Testfahrt dann lass mal gucken, ob da was geht. Was war das? 2753? Ja. Die neuen Züge werden mit einem Decoder und Akkus ausgestattet. Dann werden sie auf der Teststrecke angelernt. Jeder Zug erhält eine Kennung und kann später vom Computer individuell gesteuert werden. Also wenn ein neuer Zug auf die Anlage kommt, dann muss er bei uns im System eingelesen werden. Das heißt, er bekommt eine Adresse von uns zugewiesen. Diese Adresse muss dann in der Software erfasst werden. Zusätzlich muss dann die Software auch wissen, was ist es für ein Zug? Ist es ein Personenzug oder ein Güterzug? Personenzüge halten halt am Bahnsteig, Güterzüge sollten durchfahren. Das Ausschmücken der Waggons übernimmt Gitta Arendt. Bonjour, Madame. Hallo. Ich hätte da wieder einen neuen Zug für Frankreich, für Monaco. Triebzug? Das ist ein kleiner Triebzug, genau. Okay, Monaco. Hartnäckig, der Kollege hier. Hat er schon den Decoder drin? Ja. Ah, der hat wieder so kleine Sitze, da muss ich, glaube ich, wieder... Mach gut voll. Das Wunderland lässt inzwischen speziell für die eigene Anlage tausende von Figuren produzieren, die dann liebevoll von Hand angemalt werden. Doch so richtig passen sie nicht in die Waggons. Ja, es gibt Wagen, da passen die Sitze nicht zu den Hintern unserer Figuren. Und einige Figuren sind auch ein bisschen ausladender und haben noch eine Tasche dabei oder so. Es gibt auch viele Wagen, die eine durchgehende Sitzbank haben. Und da kann man einfach jede Figur reinsetzen, auch zwei, drei nebeneinander. Bei diesen sind halt Einzelsitze und das ist oft ein bisschen eng. Und da muss man noch mal ein bisschen Schönheitschirurgie betreiben, damit die dann in ihre Sitze passen. Oft sind auch die Füße zu lang oder die Beine zu lang, da muss man das noch abschneiden. Die echten Fans nehmen jeden neuen Wagen genau unter die Lupe. Und im Netz gibt es dann sofort Beifall oder Kritik. Eine Arbeit auf dem Präsentierteller. Ich achte immer drauf, wo fährt dieser Zug. Fährt er sehr dicht an der Anlagenkante, also können die Leute direkt reingucken und auch mit der Kamera direkt dran. Dann mache ich auch mal richtig kleine Szenen rein, dann kommen auch Hunde damit rein und Koffer und sowas, was halt so im Zug mit dabei ist. Mache auch kleine Grüppchen, die dann irgendeine Familie, die zusammengehört mit Kindern und Teddys und keine Ahnung. Wenn der weiter wegfährt, dann nehme ich manchmal auch Figuren, die nicht ganz so teuer sind, die nicht so gut gemalt sind, weil das sieht man dann einfach nicht auf der Entfernung. Gerade mit den guten Kameras können Sie natürlich, wenn Sie da ranzoomen an die Fotos heutzutage, sehen Sie das auch und sind ganz begeistert, dass Sie ja, ich habe noch keinen Wagen gefunden, wo zweimal die gleichen Figuren drin sind und das ist ja toll. Und es gibt ja auch zum Beispiel einen Wagen, wo nur Pinguine drin sind, das war mal so ein Gag. Das fällt den Leuten auf, weil also die suchen da auch direkt nach, wenn es sowas gibt. Dirk Zimmermann bringt den neuen Zug zu seinem Bestimmungsort. Solange Monaco und die Provence noch nicht fertig sind, werden die Waggons im Italien-Abschnitt getestet. Dafür meldet Dirk den Zug im Leitstand an. So, Milka, dann die 2753 abfahren lassen. Ja.
Ja, ich kann ihn sehen. Testfahrt läuft gut und er ist am Endbahnhof angekommen. Testfahrt bestanden. Noch 24 Stunden. Dann soll der Megakran die neue Brücke einsetzen. Wahnsinn. Friedrich Braun ist begeistert, was da vor sich geht. Die Arbeiter montieren gerade die einzeln angelieferten Gittermastteile. Der Kran soll damit am Ende eine Höhe von gut 60 Metern erreichen. Für die Montage der Einzelteile musste extra ein kleinerer 100-Tonnen-Hilfskran aufgebaut werden. Für den Modellbauer gibt es viel zu entdecken. Kranführer Alexander Lorenz ist sein nächstes Ziel. Was ist das denn jetzt? Hallo Frederik. Moin. Na? Ja, wird jetzt praktisch die letzten Teile vorbereitet zum Zusammenbauen und dann wird das Ganze weggerollt, Stück und eingebaut. Ach so, damit es rollen kann. Genau. Am Ende sozusagen. Genau. Und das Stück kommt noch drauf. Kran umbauen, näher ran, aber wegen Platzmangel müssen wir das so machen einmal. Ist nicht schlimm. Okay. Und testet ihr eigentlich irgendwie? Oder macht ihr es einfach beim ersten Hub rein? Wir können jetzt in Kürze, wenn wir fertig sind, dann richten wir auf. Und dann können wir mit, sag ich mal, mit leerer Flasche oder Hakenflasche. Mit einer leeren Flasche? Mit Hakenflasche. Okay, und einmal das heißt, auf Position fahren. Das heißt, da fahrt ihr schon richtig hoch und einmal rüber? Ja, genau. Heute? Ja, heute. Mega. In Kürze. Wann? Ja, gleich, ich sag mal so, in einigen Stunden. Circa 14 Uhr. Wie cool. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, da oben stimmt irgendwas nicht, wie kommen die da ran? Ne? Also das ist schon Wahnsinn, weil so, wenn so ein Ding sich erstmal aufschwingt, so eine Brücke, oder anfängt zu drehen sich oder so, dann haben die zwar Halteseile, aber wie bringen sie die von hier mit rüber und so weiter? Da kann ich oben im Modell einmal rüberfassen und das war's. 12 sogenannte Ballastfahrzeuge waren notwendig, um die schweren Einzelteile in die Speicherstadt zu transportieren. Die Gittermastteile werden verbunden und mit Bolzen gesichert. Für Projektleiter Arne Scharnweber ein Routinejob. Jetzt sind ja ungefähr, was sagtest du gestern, 50 Meter dazugekommen? Knapp 80 Meter Gittermast haben wir jetzt montiert. 80 Meter sind das? Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Aber den fahrt ihr ja auch noch ein bisschen aus. Genau, ne? Da werden noch die ersten zwei Maststufen zur Hälfte geschoben. Damit er sozusagen hier hoch geht? Genau. Und dann müsste der Gittermast aber ja leicht knicken, oder? Genau. Das heißt, wo ist das Gelenk? Da haben wir hier eine Wippe dran. Okay, das hier ist, das ist das Gelenk? Genau. Hier können wir ihn abknicken. Hier? Genau, ab hier. Ja. Ah, okay, da ist die Hydraulik dafür. Richtig. Wie knickt man das? Durch ihn, indem man den genau, der angesteuert durch die wird. Hydraulik, die wird angesteuert. Und da kann er dann praktisch die Mast, den Gittermast in verschiedenen Winkeln noch abknicken. Saßt du schon mal in so einem Kran drin, als der abgeknickt hat? Nee. Fängt das nicht an, ganz doll zu wippen oder zu schwanken, wenn er da nach vorne? Ein bisschen Spiel ist dann drin, aber das mögen die Kranfahrer eigentlich. Das mögen die? Ja. Okay. Sorgen bereitet der Wind. Wird er zu stark, kann die Brücke nicht mehr sicher über den Speicher gehoben werden. Wir haben ja den Windmesser, da wird man dann den ab morgen früh im Auge haben und dann auch erkennen, wie es mit den Böen aussieht. Und ab 10 Stunden, ab 10 Meter pro Sekunde? Das wird der kritische Bereich und ab da... Und dann wird sofort gestoppt oder wird dann nochmal geguckt, ob es nur eine kleine Böe war oder... Es wird dann abgewartet. Und wenn es dann doller wird, dann schnell zurück und wieder absetzen oder was macht ihr dann? Ne, wir haben die Brücke dann ja noch nicht am Haken. Oh, sie okay, ist dann ja eingehangen. Ah, okay, das heißt aber, wenn ihr einen Haken habt und ihr schwenkt rüber, dann ist Point of No Return oder dann geht es nur noch nach da? Wenn die Brücke zwischen den beiden Gebäuden ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Okay, wenn dann die Sturmfront kommt, dann müssen wir da durch. Am Nachmittag ist es soweit. Der Riesenkran wird das erste Mal aufgerichtet und überragt majestätisch die Speicherstadt. In 12 Stunden soll die Brückenaktion starten. Im Wunderland macht das Schiffshebewerk Probleme. Das knarzt ganz komisch beim Fahren. Ich glaube, das müsste mal raus, mal überarbeitet werden. Es knarzt? Es knarzt. Ja, oder ein Kugellager, was wieder ansterben. Ja, das kann natürlich auch sein. Dann lassen Sie es lieber jetzt einmal rausnehmen, weil wenn uns die Kette da um die Ohren fliegt, dann habe ich richtig Arbeit. Stefan Dombrowski hat das aufwendige Modell 2007 entworfen und gebaut. Intern wird es das Schiff
Klebewerk genannt, weil es war unendlich viel Klebekram. Es hat eine tragende Stahlkonstruktion und an die ist halt aus gefrästen Polystyrolteilen von den Modellbauern sozusagen die Verkleidung rangekommen. Beim Bau ist ein kleiner Fehler uns unterlaufen. Genau hier drunter fährt eine Bahnstrecke lang. Das heißt, ich konnte die ganze Technik, die die vier Stangen antreibt, nicht nach unten setzen, dass ich im Fehlerfall einfach rankomme, sondern ich musste sie nach oben setzen. Unten ist nur ein Motor. Das heißt, das ganze Ding ist so eine Sonderlösung. Jetzt muss Arne ganz schnell rumkommen. Ja, achtet die Kabel, ne? So, jetzt muss Arne auch rüberklettern. Ich würde sagen, warte. Jetzt machen wir mal die Kabel. Geht es hier lang? Ja, ja, alles gut. Das Kabel gebe ich dir sonst. Ich übergebe dir jetzt erstmal das Ding hier. Genau, gib mir mal das. Hast du es? Ja. Okay, dann komme ich nämlich schnell rum und übernehme wieder. Jede Aktion auf der Anlage birgt das Risiko, weiteren Schaden anzurichten. Zum Glück verläuft der Ausbau reibungslos. Die Männer wollen in der Werkstatt den Fehler suchen und beheben. Vorsicht mal bitte. Vorsicht, Schwertransport. Ja. Okay, warte. Ich hab's. Ja, ich auch. Ist so hoch, oder? Ach, das ist lecker. Oh, das passt. Okay. Das sind ja richtig dicke Placken drauf. Ja, das mache ich gleich mal grundsauber. Ja, und Vorlage für das Modell war das Schiffshebewerk im brandenburgischen Niederfino. Gebaut 1934, galt es damals als eine technische Meisterleistung. Ich schmeiß den einfach mal an und lass den mal fahren. Vielleicht hören wir das Geräusch oder wir sehen, dass die Kette einfach dran lang ratschert. Die Geräusche verheißen nichts Gutes. Das Geräusch, hörst du das? Ich glaube, ich sehe da was Böses. Meine Lampe ist leer. Dieses schwarze Pulver da. Ja, ja, ja. Das ist ein Lager. Und dann, guck mal, nee, das ist die Welle. Ja, ich sehe es. Das ist ja ein richtiger, ein dicker Berg, der sich da gebildet hat. Und es sieht nicht aus, als ob es das doch, entweder ist es das Lager oder die Welle. Auf jeden Fall hat sich da irgendwas richtig angefangen zu zerlegen. Also entdeckt habe ich einen ganzen Haufen Metallabrieb, der sich hier unter einem Ritzel gebildet hat. Und wenn ich hier dran rüttel, sehe ich auch, das Ritzel ist lose. Dadurch läuft die Kette nicht mehr sauber und es gibt zwischendurch knackende Geräusche. Und das ist sozusagen für mich das erste Warnsignal, da stimmt irgendwas nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass das nur die Kettenspannung ist, aber wenn ich jetzt reingucke und diesen Metallberg sehe, weiß ich, das wird ein bisschen mehr Arbeit. Ich vermute jetzt mal, dass ein Kugellager gebrochen ist und so lange mitgeschliffen wurde, dass sich selbst aufgelöst hat. Auf jeden Fall war es höchste Eisenbahn, das Ding rauszuholen. Das Schiffshebewerk setzt sich immer dann in Bewegung, wenn ein Besucher auf einen extra angebrachten Knopf drückt. Die Modellbaufans lieben solche Spielereien. So, und da komme ich dem Problem auch schon näher. Und es ist, wie ich befürchtet habe, da ist keine Spur mehr vom Lager da. Das Ding ist komplett weggefetzt und hat sich zu Staub zerbröselt. Das ist ganz normal. Also Verschleiß haben wir immer und überall. Also ich gucke halt immer, ob ich Spuren sehe. Spuren sind für mich halt, wenn ich irgendwelche Staubpartikelchen finde, die da normalerweise nicht sind. Dann weiß ich gleich, ah, alles ist gut. Normal bilden die sich irgendwo hier draußen oder hier unten, dann sehe ich das auch schon. Aber hier oben sehe ich es halt wirklich erst, wenn ich das Ding aufmache, reingucke und sich das Ding sozusagen selbstständig meldet. Also um Hilfe schreit, oh, knack, 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 knatsch, irgendwelche komischen Geräusche macht. Dann weiß ich, okay, ich muss mal reingucken. Das war der erste Streich. Eins ist schon mal raus, das Wrack. Stefan wollte unbedingt im Miniaturwunderland arbeiten. Bei seinem Einstellungstest musste er ein Modellhaus nachbauen und überzeugte dort sofort mit seinen ausgefallenen und kreativen Ideen. Heute gilt er als Daniel Düsentrieb im Team. Ein Tüftler für die Umsetzung der technischen Highlights. So, das sieht gut aus. Jetzt ist die Kette natürlich ein Stück zu kurz, aber das ist auch gut so, weil das Spiel aus dem Lager raus ist. Der gelernte Mechatroniker kann sich keinen schöneren Job vorstellen.
Ich bin eigentlich schon immer ein Bastler gewesen und ich liebe Basteln und ich liebe auch technische Sonderlösungen. Und gerade dann, wenn irgendwo ein Problem ist, wo andere Leute sagen, das geht überhaupt nicht, keine Chance, das geht nicht, dann fange ich an, Mensch, es muss doch eine Lösung geben. Und wenn ich dann eine Lösung finde, dann macht es besonders Spaß. Ja, das sieht gut aus. So, dann lass das gute Stück mal schnell wieder reinsetzen. Wir müssen hier einmal auf die Kabel rein. Ich hab's. So, ganz in der Ecke. Ja, ja, perfekt. Okay. Langsam runterlassen. Okay. Du musst ein Stück tiefer, es muss genau synchron und es ist drin. Sieht gut aus. Ja, also ich bin froh, dass es so schnell geklappt hat, weil ich habe noch tausend andere Sachen zu tun und das nur zwei Kugellager waren, die auch noch gut rausgegangen sind. Jetzt testen wir gleich noch und wenn es denn läuft, bin ich eigentlich glücklich und zufrieden, dass das so unkompliziert war. Die Reparatur hat gut 4 Stunden gedauert. Aber jetzt können wieder die Gäste per Knopfdruck die Technik des Hebewerks in Gang setzen und das Modell genießen. Ganz so weit sind die Modellbauer in Monaco noch nicht. Gerrit Braun entwickelt zwar schon seit Jahren Ideen für ein realistisches Mini-Formel-1-Rennen, doch bis jetzt waren die technischen Hürden einfach zu hoch. Platzieren wir hier. Gerrit an der Schikane. Also ich träume schon seit ungefähr 15 Jahren davon, Formel 1 beweglich hier im Wunderland irgendwie hinzubekommen. Also es war uns ziemlich klar, dass die K-Systemtechnik, die wir bislang eingesetzt haben, hier keine Chance hat. Weil erstens, ich kriege da keinen Akku, keine Batterie, keine Steuerelektronik rein. Aber viel wichtiger ist, ich kann hier nicht Magnetdrähte in die Straße legen, weil dann fahren die Autos immer auf der gleichen Spur. Meinetwegen auch 3 nebeneinander, wo dann Weichen. Das heißt, mir fehlt es an Vielfalt. Und da ist das System einfach begrenzt. Also musste ein ganz neuer technischer Ansatz her. Das Team entwarf die 21 Meter lange Formel-1-Strecke am Computer und fertigte die Rennbahn mit einer computergesteuerten Fräse. Die Idee? Einzel ansteuerbare Magnetfelder sollen ein realistisches Miniatur-Formel-1-Rennen in Mini-Format ermöglichen. Dafür wird die Rennstrecke mit Leiterbahnen und Steuerplatinen ausgestattet. Das ist eine Elektronikplatine. Das kann man sich als Straße vorstellen. Und diesen Bereich hier, den kann ich das Auto so positionieren, wie ich möchte. Und in der Fortbewegung auch in der Geschwindigkeit, wie ich möchte. Ich kann ganz sanfte Beschleunigung fahren. Ich kann das Auto auch hier mit umgerechnet 1000 Stundenkilometer drauf fahren. Und jetzt ist sozusagen die große Herausforderung, dass wir ein absolut realistisches Formel-1-Rennen fahren können mit all den Bewegungen, Abständen und Überholmanövern. Aber gleichzeitig das Ganze auch noch betreibbar ist und bezahlbar und baubar. Für den Bau der Formel-1-Rennen ist Jens Körner verantwortlich. Die Rennwagen sind eine filigrane Herausforderung. Hallo. Na? Na, kommst voran? Ja. Klebetests. Ja, einmal kurz Passproben, aber das sieht ganz gut aus. Bin zufrieden. Bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch schon relativ weit. Das 3D-Modell ist fertig. Und die Ausdrucke müssten eigentlich jede Minute kommen. Also die allergrößte Herausforderung bei so einem Formel-1-Auto ist erstmal, es kann man nicht kaufen als Modell. Das heißt, Jens hat die im Computer alle gezeichnet. Das ist ein weiter Weg. Das klingt immer so simpel. Auch ich zeichne mal was im Computer, druck das eben aus und fertig. Also bis die aus dem 3D-Druck rauskommen, ist echt ein weiter Weg. Man zeichnet, man muss die Materialstärken anpassen, weil es darf nicht brechen. Es muss ja im Dauerbetrieb halten und man fässt es auch mal an, wenn ein Unfall passiert oder sowas. Und dann, das ist eigentlich nur der erste Schritt. Und von hierhin heißt, dass man die gesamten Beschriftungen teilweise auch im Computer zeichnet und dann als Nassschiebebilder nennen, die sich draufklebt, aber man muss das Fahrzeug lackieren. Man muss den richtigen Lack finden mit Grundierung in diversen Arbeitsschritten. Also es dauert, wenn man ein so ein Auto bauen will, fast 50 Stunden. Seit mehr als 5 Jahren arbeitet das Team an der Computersteuerung. Tausende von Mikrocontrollern sollen dafür sorgen, dass der Rechner immer genau weiß, wo sich die Rennwagen gerade befinden. Seit ein paar Monaten gibt es sogar schon eine kleine Teststrecke, auf der die ersten Prototypen ihre Runden drehen können. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja. 6 Autos auf der Strecke. Ja, aber ich möchte gerne Überholmanöver haben. Hatten wir drüber gesprochen. Könntest du hier in der Kurve kein so starkes Überholmanöver erstmal machen?
Da habe ich ja noch was zu tun. Alles klar. Das heißt, dass die Überholmanöver erstmal mehr da stattfinden. Vor der Kurve stattfinden. In der Kurve können Sie zwar die Spur wechseln, aber das ist noch ein bisschen hart. Alles klar. Aber darf ich sozusagen hier durchfahren? Ja, aber, ja? Aber nicht so, wie ich es hier aufgemalt habe. Nicht so extrem. Nicht so extrem. Auf. Drück mal Button. So, das hier ist unsere Teststrecke. Da testen wir schon seit mehreren Jahren uns langsam an diese physikalischen Grenzen, sie zu überwinden ran. Da sind ganz viele kleine Leiterbahnen in die Richtung und in die Richtung. Und durch Leiterbahnen kann Strom fließen. Und wenn Strom irgendwo durchfließt, je doller man den Strom macht, desto stärker wird ein Magnetfeld. Und durch diese Anordnung kann ich pulsierende Magnetfelder, die sich sozusagen wechseln, dazu bringen, dass sie einen Gegenmagneten, der sich im Boden des Fahrzeuges befindet, das sind ganz viele kleine Magneten, die plus, minus, plus, minus angeordnet sind, die sich genau auf dieses Raster der Leiterbahn legen, dann kann ich durch Ansteuerung der Stromflüsse dafür sorgen, dass das Fahrzeug einen Sprung von einer Leiterbahn zur nächsten macht, sozusagen, in beide Richtungen. Und wenn man das Ganze schneller macht, dann sieht das sogar wie ein fließender Verkehr aus. Und das ist jetzt sozusagen die Herausforderung seit Monaten, wenn nicht fast Jahren, dass diese Fahrzeuge so, wie jetzt hier schon, sehr zuverlässig fahren und keine Fehler machen. Und Rekord war mal, dass die endet nach 1000 Testrunden. Und dann sind diese 5, 6 Autos 1000 Testrunden hier auf dieser Anlage gefahren, ohne einen Fehler. Gesteuert wird das Formel-1-Rennen später von Dutzenden solcher Platinen. Die mussten als Prototypen am Anfang alle per Hand bestückt werden. Diese fette Platine, die jahrelange Eigenentwicklung ist, also es ist auch nicht die erste, sondern wir ändern immer mal wieder was, davon brauche ich nachher 96 Stück, um diese 21 Meter lange Strecke zu überhaupt, also sozusagen mit Intelligenz zu versorgen. Wo muss welcher Strom fließen, damit sich dieses Auto so bewegt? Die Befehle kommen zwar nachher von einem ganz normalen Steuerungsrechner, aber diese müssen das umsetzen. Und 96 solche Platinen unter der Anlage überhaupt zu verbauen, den Platz zu finden, dann mit der Strecke zu verkabeln. Und am Ende müssen wir auch noch wissen, wo ist das Auto? Wir brauchen also ein Ortungssystem. Da sind wir auch noch in den letzten Entwicklungsschritten. Da kommen noch mal 1600 kleine Platinen, die unter die Straße gesetzt werden, die messen, wo ein Auto sich gerade bewegt. Und die müssen auch wiederum verkabelt werden, auch am Ende mit dieser Platine. Und das wird lustig. Die Autos können schon schnell im Kreis fahren. Ziel sind jedoch atemberaubende Rennen. Jedes Auto soll im Computer sozusagen seine eigene Intelligenz bekommen und soll fahren wie ein eigenständiger Formel-1-Fahrer. Und dann würden natürlich Rennen entstehen, wo keins dem anderen gleicht. Ich würde eine Startaufstellung vielleicht ein bisschen verändern oder dem einen mal ein bisschen schlechtere Reifen rein softwaretechnisch sagen, oh, deine Reifen sind nicht so gut oder oh, du hast gestern Abend gefeiert. Aufmerksamkeit, Reaktionszeit nicht so hoch heute. Und wenn ich mit so kleinen Veränderungen bei den Autos, würde ich ein komplett neues Rennen erzeugen. Bei der Kirmes gehen heute zum ersten Mal alle Lichter an. Ah, es ist auch immer schon wow. Es ist echt cool ohne Licht, ne? Aber Jenny, kannst du es anmachen? Bin so gespannt. Ich hab's noch nicht einmal mit allem angesehen. Jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit vorbeigekommen bin, war irgendwas noch aus. Das ist der Hammer. Und es scheint, Matze, alles zu laufen, oder? Täusche ich mich? Also es sind jetzt noch 2, 3 Fahrgeschäfte, die wir angeschlossen haben und noch zu Ende programmiert werden müssen. Aber es sind tatsächlich alle programmiert und können fahren. Ich finde schon, man kann sie hier super knien und kann hier die geilsten Fotos der Welt schießen. Ne? Richtig, ne? Also man kann da schon ein bisschen ehrfürchtig werden vor der ganzen Technik, die hier entstanden ist, weil das hat schon eine gigantische Stimmung. Und jetzt, wenn man nah rangeht und sich mit dem Kopf noch ein bisschen reinquetscht in das Ganze, hat man echt das Gefühl, mittendrin zu sein. Absolut. Auch gerade von so, hier, ne? Ich finde so, wenn man am Dom ist und mittendrin steht als Erwachsener, da taucht man in so eine Lichterwelt ein. Das ist eine Märchenwelt. Es ist unglaublich. Und du fragst dich natürlich so, ein Jahr Bauzeit und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich hätte es schon gerne eher fertig gehabt. Man sieht echt an jeder Ecke, warum es ein Jahr gedauert hat. Warum da so viele Stunden reingeflossen sind. Das ist unfassbar. Jedes Fahrgeschäft für sich ist ja ein Meisterwerk geworden. Mehr als 25.000 Stunden Arbeit stecken in der neuen Kirmes. Doch noch hakt es an der einen oder anderen Stelle. Also er braucht immer einen Stoß, ne? Ja. Und er? Der ist richtig fest. Fass mal an. Ja. Ah, ja.
Dann nehmen wir den einfach mal raus und dann... Es sind die Arme, die zu weit oben sind. Du musst ihm vielleicht den Arm ein bisschen kürzen. Es gibt wahnsinnig viele großartige Kirmesbauer auf dieser Welt, die im Modell sowas auch bauen. Die kennen alle das gleiche Problem. Es muss nicht nur einmal funktionieren. Und gerade wir, die 365 Tage im Jahr 10 Stunden am Tag geöffnet haben, da muss es immer funktionieren. Und das ist das große Problem. Deswegen steckt in so einer Wildwasserbahn auch nicht nur einmal Aufbau drin, sondern Optimierung und alles versuchen, was Plastik ist, Metall zu machen, was sich bewegt. Und das ist jetzt nach bestem Wissen und Gewissen gebaut worden. Ob das das Beste war, das sehen wir in einem Jahr. Und dann müssen wir im laufenden Betrieb immer wieder versuchen, es zu verbessern. Das neue Highlight in Mitteldeutschland hat rund 750.000 Euro gekostet. Doch für den Chef hat sich die Investition gelohnt. Die Gäste dürfen sich auf viele kleine Details und neue Geschichten freuen, die sie auf der Kirmes entdecken können. Und das ist das Geheimnis für den Erfolg. Also das ist fürs Wunderland hier definitiv ein Quantensprung. Für uns ist das unfassbar mega, also macht einen wahnsinnig stolz. Ich würde mal vorschlagen, alles an, was geht, und dann genießen wir das mal. Das Team hat inklusive der Planung 2 Jahre an ihrem Meisterstück gearbeitet. Doch all die Strapazen und Arbeitsstunden sind auf einen Schlag vergessen. Der Anblick bei Nacht entschädigt für alles. Das Miniaturwunderland hat eine Attraktion mehr. Der nächste Tag. Um 5 Uhr morgens startet die Brückenaktion. Es hat die Nacht über geregnet, aber zum Glück lässt der Wind etwas nach. Denn bei Windgeschwindigkeiten über 8 Metern pro Sekunde droht der Abbruch und damit das Scheitern. Als wir mal gedacht hatten, wir bauen eine Brücke ein, da dachten wir, da kommt ein Kran, macht einmal blopp, ne? Aber es ist alles weiträumig abgesperrt. Hier sind wahnsinnig viele Sicherheitsleute, die darauf achten, dass keine Leute zu nah rankommen in den Schwenkbereich. Weil wenn sowas mal umkippt, das ist ja kaum vorstellbar. Und das ist ja auch ein Radius nicht von 10 Metern, sondern 80 bis 100 Meter. Das heißt, in dem Radius ist alles abgesperrt. Deswegen auch extra so wahnsinnig früh morgens, damit möglichst wenig Schaulustige da sind. Das ist schon verrückt, was wir hier verursacht haben und wofür wir verantwortlich sind und wie viele Leute jetzt Umwege machen müssen wegen uns. So. Morgen. Muss ich nervös sein? Darf ich nervös sein? Kann ich nervös sein? Aber müssen nicht. Ihr seid so entspannt. Ich habe nicht geschlafen. Überhaupt nicht. Oh, ich habe gut geschlafen. Ich lag im Bett, aber eigentlich mit dem Dauergrinsen. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich auch keine Angst mehr, dass irgendwas passiert. Ich habe einfach, es ist so ein emotionaler Moment. So. Jetzt ist sie dann gleich drin. Ja, die Vorfreude steigt jetzt. Projektleiter Arne Scharnweber lässt die Brücke millimetergenau austarieren. Denn die Gebäude sind unterschiedlich hoch. Wir haben gestern die Rundschlingen schon vorbereitet mit Schäkeln. Der Schäkel wird praktisch aufgeschraubt, dann in den Hängepunkt gesetzt, wieder verschraubt und mit einem Splint gesichert. Die Herausforderung dabei ist, dass die Brücke nicht gerade eingehangen wird, sondern mit einem leichten Gefälle. Aus dem Grund haben wir die eine Seite der Anschlagmittel verlängert, um schon auf das richtige Gefälle zu kommen. Um Punkt 6 Uhr nimmt der Kranführer Platz in seinem Cockpit und hebt die 38 Tonnen schwere Brücke langsam an. Noch kann der Projektleiter jederzeit die Aktion abbrechen. Erst wenn die Brücke über den Speicher schwebt, ist es zu spät. Dann darf kein Wind aufkommen. Für die Gründer des Wunderlandes ein ganz besonderer Moment. Wir mussten die Brücke jetzt genauso ausrichten, haben wir erfahren, weil das ist ja unsere große Herausforderung für die Eisenbahn, dass wir 3% Steigung haben. Die Brücke ist nicht ganz waagerecht drin, weil die Speicher in verschiedenen Höhen sind. Und sie bringen sie jetzt also genau auf diese 55 cm Höhenunterschied auch drüben schon rein.
Also hier justieren Sie jetzt auf 55 cm, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, damit Sie genau so reinkommen. Und wir haben später das Problem, dass die Züge 3% Steigung, 24 Stunden so, wenn wir geöffnet haben, immer schaffen müssen. Und wir müssen mal gucken, ob sie dann nach 2 Tagen immer kaputt sind. 6 Arbeiter sollen die Brücke per Leine stabilisieren und sicher führen. Die Brücke wird zuerst auf eine Höhe von 38 Meter gebracht. Dann erfolgt der gefährlichste Teil der Aktion. Der Kranführer muss die Brücke über das Gebäude heben und im Fleet absenken. Von einer Barkasse aus halten die Leinenträger die Schwerlast in Position. Wir haben jetzt wahnsinniges Glück, dass es fast windstill ist. Sonst ist die Angriffsfläche auf so einer großen Brücke natürlich ganz schön doll und nicht, dass sie ins Trudeln gerät oder so. Deswegen auch die ganzen Seile, dass sie an verschiedenen Ecken, an allen 4 Ecken ziehen können im Zweifel, aber wenn der Wind zu doll werden würde, können sie sich gar nicht mehr halten bei dem Druck. Und deswegen ist das eigentlich gerade ziemlich perfekt. Es regnet auch nicht, finde ich auch schön. Die Brücke wird in rund 16 Metern Höhe die beiden Gebäude der Speicherstadt miteinander verbinden und damit die Altanlage und die neuen Welten, die Frederik und Gerrit Braun auf 3000 Quadratmetern noch bauen wollen. Wenn du siehst, wie wenig Platz rechts und links ist, ja. Das mit Glück mit dem Wind, ne? Ja, er hat sich tatsächlich aber so reingedreht, ne? Ja. Weil gerade hätte er ja nicht runtergekommen. Ach doch, ja. Er hätte eigentlich von oben runtergekommen, oder? Nee, er hat sie tatsächlich... Weil da oben ist offen. Nee, das hätte nicht gepasst. Er hat sie reingedreht, von dort aus reingeführt. Sie ist jetzt sozusagen zu weit da drin und wird sie doch da reinstecken. Exakt so wie... Wer hat das gesagt? Ich. Die Brücke wird zentimetergenau in die vorbereiteten Wandhaltungen eingelassen, die das enorme Gewicht von 38 Tonnen tragen. Als ich da vor 15 Jahren oben stand und so lapidar gesagt hat, da bauen wir eine Brücke rüber, dann war das ja irgendwie so ein Traum. Und der ist gewachsen und der platzte auch immer wieder, weil es dann wieder hieß, das geht alles nicht, ist finanziell nicht möglich, ist von der Statik nicht möglich und was für ein Quatsch und so. Dann gab es wieder Stimmen, die sagten, Mensch, wir können es nochmal angehen. Es war ein Wechselbad der Gefühle und jetzt geht dieser Traum in Erfüllung. Das ist schon genial. Ich freue mich total drauf. Also die Brücke da jetzt zu sehen, weil sie ist ja sozusagen ein bisschen das Wahrzeichen unserer Träume, die jetzt losgehen. Unsere ersten Träume haben wir erfüllt mit dem Wunderland an sich. Das ist weiterhin einfach ein Geschenk, ein Glücksgeschenk, was wir da erleben dürfen jeden Tag. Und jetzt noch mal wieder aufzubrechen zu einer neuen Reise in ferne Länder, ich freue mich wahnsinnig. Also ganz toller Glücksmoment. Gut 20 Jahre nach der Eröffnung haben es die Schöpfer der großen, kleinen Welt vollbracht. Der Brückenschlag ist geglückt. Nun kann der Aufbruch in noch größere, neue Welten beginnen.